Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen, auch in Ausgabe Nummer 162 mit Kali und Max. Hallo, hallo. Hi. Was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht? Oh, geht aber los hier. Ich habe hier eine Blu-ray liegen von All About Eve, die wir, glaube ich, im London-Urlaub mal gekauft haben. Das ist auf jeden Fall eine britische Ausgabe. Das mag sein, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, weil ich meistens... Diese bösen Fop-Läden, die einem einfach das ganze Geld aus der Tasche ziehen und hat plötzlich einen vollen Koffer. Ich glaube, das ist tatsächlich HMV gewesen. Noch schlimmer. Na, ich glaube, wenn wir in London sind, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit immer sehr, sehr hoch, dass man sich entweder eine britische Serie kauft, die man hier nicht kriegt, oder ich zumindest Classic Hollywood, oder was ich halt so... was ich halt sehr, sehr häufig gekauft habe und auch... aus London mitgebracht habe, sind meine ganzen Musicals. Also wer jetzt denkt, was sind das hier, die Jet Setter? Nein, wir sind jetzt auch nicht wöchentlich in London. Ach, schön wär's. Aber wir waren jetzt zweimal zusammen da, ne? Zwei ja, genau. Du warst jetzt zweimal? Zweimal oder dreimal? Du warst, glaube ich, zweimal, aber ich bin ja öfter schon gewesen. Ja, als Kind dann, oder was? Aber auch, nee, als Kind war ich nie. Naja. Ja, da hat einfach Christian Slater mit deinem Mobiltelefon Fotos gemacht. Und ohne zu wackeln. Ja. All About Eve aus dem Jahre 1950, 49, 50, 50. Auf jeden Fall hat er da satte 14 Oscar-Nominierungen gehabt. Oh, und wie viel hat er gekriegt? 6. Und ich glaube... Müsste ich jetzt wieder nachgucken, aber wahrscheinlich vergesse ich das nachher wieder. Ich meine, der ist gegen Sunset Boulevard unter anderem angetreten. Oh, das ist hart. Das ist schon und wird gewonnen? Naja. Also welche, warte mal, ich frage mal lieber erstmal, also jetzt in der Kategorie bester Film. Bester Film hat Eva gewonnen, steht hier. Dann bester Nebendarsteller, George Sanders. Der hat sich umgebracht. Das ist haben wir uns alle gefreut jetzt. Nee, aber das Oscar ist, vorlesen. Das, Entschuldige, aber das ist das Einzige, was ich mit ihm verbinde. Oh Gott, schön, dass du Schauspieler warst, was ich mit dir verbinde, ist, du hast dich umgebracht. Okay. Ja, also, okay. Entschuldige. Dann hier, Kostüme schwarz-weiß gewonnen, Regie gewonnen. Vielleicht hat er auch nicht gegen Dings. Ich muss das wirklich nochmal kurz nachgucken, wer 1950 Song getreten ist. Sound Recording, bestes Drehbuch. Und dann noch nominiert als Darstellerin Anne Baxter, Betty Davis, Nebendarstellerin Celeste Holm, Nebendarstellerin Salma Ritter, Art Direction in Schwarz-Weiß, Kamera Schwarz-Weiß, Filmschnitt und Musik. Naja, müssen wir nur gucken, wer 1950 Oscar-Verleihung so mit angetreten ist. 6 Oscars gewonnen. Ja, ein Film, von dem ich schon viel gehört, aber noch nicht gesehen habe, Betty Davis ist für mich, was ich mit Betty Davis verbinde, ist natürlich das Lied She's Got Betty Davis Eyes, was, glaube ich, vor allem in meiner Kindheit, Jugend verbunden ist mit Thelma und Louise. Echt? Ja. Okay. Weißt du, Kim Carnes? Ich bin mir nicht sicher. Stimmt, also die gibt es auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat die eine ganz schön rauchige Stimme gehabt hier, also die Sängerin. Ja, von Betty Davis habe ich, glaube ich, auch noch nicht viel gesehen. Ich will gerade Baby Jane. Das ist sie. Das war sie, ne? Okay. Ja, aber sonst, glaube ich, habe ich nicht. Ja, ich hätte schwören können, dass sie auch bei Wiegen mit für eine Leiche mitgespielt hat, aber ich bin mir nicht sicher. Hush, hush, Sweet Charlotte. Ich kann auch sein, dass, aber die würde auf jeden Fall passen. Aber ich bin mir nicht sicher. Also das weiß ich nicht. Ja, ist ja auch alles nur ein Mausklick entfernt für alle, die es nochmal überprüfen wollen. Ein Film produziert vom legendären Daryl F. Zanuck. Der ist wirklich, glaube ich, ein richtig großes Tierchen gewesen. Als damals Fox Movie Tones noch richtig groß war. Und Drehbuch und Regie Joseph L. Mankiewicz, der ebenfalls ziemlich große Nummer war. Von dem ich aber, glaube ich, auch noch sehr wenig bisher gesehen habe. Hast du irgendwie noch was zu Alles über Eva? Lustigerweise, also ich wusste, dass das sozusagen eins der größten Werke von Betty Davis ist. Ich hatte den lange nicht auf dem Schirm gehabt. Ich bin tatsächlich erst so richtig, dass ich den gucken möchte, bin ich erst vor kurzem darauf aufmerksam geworden. Also, was heißt vor kurzem? Wir sind ja schon wieder im Dezember, also von einem Jahr. Mir kommt es aber noch nicht so lange vor, das Jahr ist gerannt. Und zwar, als dann sozusagen groß veröffentlicht wurde, dass in London Gillian Anderson und Lily James zusammen dieses Theaterstück aufführen. Und da hatte ich ja noch mal kurzzeitig überlegt, ob wir das uns nicht angucken. Und dadurch kam ich drauf, weil wir es nicht geschafft haben, habe ich damals gedacht, ich würde diesen Film unglaublich gerne sehen.
Hm? Und hast du denn gesagt, den haben wir schon mal gekauft? Weil ich dachte, das passt ja perfekt. Ja. Ja, ich glaube, es gab ja mal diese große Filmklassiker-Reihe auf DVD von Fox Filmen oder über Fox Filme, da war noch MGM-Titel dabei. Da war der, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube, da war der auch dabei, aber das war auch so eine sehr relativ umfangreiche DVD-Reihe, habe ich auch nicht alle, aber ein paar hatte ich damals auch bei den Filmen. Ja, nö, genau, also viel mehr habe ich so jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Weißt du, worum es geht? Sie ist so die ältere Schauspielerin, die sozusagen das Rampenlicht leicht langsam jetzt zur Seite gedrückt wird, aus dem Rampenlicht geschoben wird und die aber sich behaupten will oder so. Also ich weiß nicht, worum es geht. Ich meine, vom Theaterstück war es, also da kann ich mich jetzt auch wieder irren, das ist ja schon eine Weile her, aber ich bilde mir ein, dass es auch wirklich um eine ältere Schauspielerin geht und die sozusagen eine junge Schauspielerin unter ihre Fittiche nimmt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Guten oder Bösen, das kann ich nicht einschätzen. Ich habe nur gedacht, weil du jetzt vorhin den Vergleich durch diese Oscar-Sache gezogen hast zu Sunset Boulevard, den du ja auch erst vor kurzem gesehen hattest. Ich finde, der Vergleich drängt sich da bestimmt auf jeden Fall auch auf während des Sichtens. Ne? Das ist ja auch sozusagen die ältere Schauspielerin, sozusagen, die ihrer Jugend nachtrauert und alles. Ja, nicht mal nachtrauert, sondern einfach behauptet, die ist immer noch einfach ein großer Star. It's the pictures that got smaller. aber das muss ja ein großes Thema gewesen sein, denn hier, was geschah mit Baby Jane, das geht es ja auch letztendlich darum, dass sie sozusagen nicht darüber hinweggekommen ist, dass sie mal ein Star war. Auch wenn, gut, nennen sich was ein Kinderstar, aber es ist ja trotzdem auch wieder dieses, dass man nicht loslassen kann, wenn man mal einmal im Rampenlicht gestanden hat. Das muss ja anscheinend im Classic Hollywood ein sehr vielversprechendes Thema gewesen sein. Ja, bei Sunset Boulevard ist es ja vor allem eben diese Thematik des Umbruchs vom Sturm zum Tonfilm, dass dadurch eben eine ganze Reihe an Schauspielerinnen, dass dann deren Karriere vorbei war deswegen, weil die keine Stimme hatten oder ähnliches. Oder dass eben halt die nächste Generation nachkam. Ja, genau, ich hatte auch vor allen Dingen, kam jetzt vor kurzem raus, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor kurzem bei Klassiker Fable, dem Podcast von der Anne-Kathrin. Ja, auf jeden Fall aus dem von Podcast Klassiker Fable, zusammen mit dem Patrick von Panoskill, die hatten über Sunset Boulevard gesprochen, kurz nachdem ich den geguckt hatte. Also passt, ja. Und deswegen bin ich der Meinung, die hatten auch gesagt, das waren so die beiden Oscar-Giganten in dem Jahr, wo ich dann auch denke, ja klasse, hast du zwei so eine großen Filme, also noch bei All About Eve ja angenommen sehr großer Film, habe ich noch nicht gesehen, aber dann treten die auch noch im gleichen Jahr gegeneinander an. Ah, das ist echt schon heftig, aber das ist ja allgemein immer so bei den Verleihungen, ne? Wenn du sozusagen einen richtig starken Film ranbringst, dann kommen alle anderen auch mit starken Filmen, dann kannst du ja trotzdem abbußen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die Tatsache, dass du das jetzt hier schon, das haben wir jetzt erwähnt hast, baut meine Erwartungshaltung extrem hoch auf, weil ich von Sunset Boulevard sehr, sehr angetan war damals. Also ich hatte das Theaterstück ja gesehen und dann hatte ich danach den Film geguckt und der Film war ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte und ich fand ihn total fantastisch von der Inszenierung und von der Geschichte. Wo hast du denn das Theaterstück gesehen gehabt? In Lübeck. Achso, okay. Und ich fand das ganz, ganz toll. Also hat mir unglaublich gut gefallen. Ja. Also beides, also ne, davon ab, aber... Also Sunset Boulevard fand ich auch sehr unterhaltsam, war sehr schön. So, naja, Billy Wilder, alles klar. Das hatte ich gar nicht bestimmt, das war Billy Wilder? Ja, ich war mal kurz, hatte ich dann auch nochmal überlegt, so war das jetzt von ihm? Und ja doch, ist vom alten William... Wilder? Ja. Nee, also, ist auch aus Europa hier. Ja, also auf jeden Fall, ich weiß auf jeden Fall, dass Sunset Boulevard bei mir einen sehr starken Eindruck hinterlassen hat, dass er mich sehr gut unterhalten hat und überraschend gut unterhalten hat und dass ich da noch dafür, dass, ich glaube, bei mir ist das auch schon wieder ein oder zwei, das ist schon zwei Jahre bestimmt her, dass ich den gesehen habe und ich weiß auf jeden Fall, dass da ganz viele Szenen noch so drin gewesen sind, die ich auch wirklich da noch drin habe. Also und deswegen, das heißt immer schon was bei mir. Hm. Ja, also würde ich sagen, gucken wir mal All About Eve. Hast du noch eine Erwartungshaltung mal zum Abschluss, oder? Ja, ich erwarte gut klassisches, Oscar-prämiertes Hollywood-Kino aus den 50ern. Ich erwarte natürlich eine wunderschöne Garderobe und natürlich ein sehr elegantes Spiel. Gucken wir noch schnell in die Kastchen, die sind nicht auf. Okay, ja, damit gehen wir jetzt begeben wir uns jetzt vor den Fernseher und schauen All About Eve. Guten Morgen! Ja, keine Ahnung, wann ihr das jetzt gerade hört, aber wir haben nach unserer nächtlichen Begegnung mit Eve und Margot jetzt erstmal noch uns ausgeschlafen und sitzen hier tatsächlich bei strahlendem Sonnenschein. Ich glaube, es wird heute kalt werden. Es sind keine Wolken, gar kaum Wolken am Himmel hier. Herrlicher Sonnentag. Und
Ja, nun haben wir All About Eve, alles über Eva gesehen. Wie fandest du dir den Film? Nee, möchtest du eine Inhaltszusammenfassung geben? Das ist jetzt wie Running Gag, habe ich schon wieder nicht vorbereitet. Okay, ja, es geht halt darum, dass im Fokus der Serie steht halt eine... Also im Fokus der Handlung steht halt ein Topstar namens Margot Shenning, gespielt von Bette Davis. Und diese ist sozusagen der hellste Stern am Theaterhimmel in New York. Und eines Tages wird ihr dann sozusagen ihr größter Fan vorgestellt, der ein sehr beklagenswertes Schicksal hat und den sie unter ihre Fittiche nimmt. Und dieser Fan, gespielt von Anne Baxter, heißt Eve und verfolgt dann doch eigene Ziele und ja, geht so ein bisschen sozusagen hinter ihrem Rücken vor in vielen Bereichen. Mehr würde ich gar nicht sagen wollen. Ist die Inhaltsangabe nicht treffend, oder? Mir ist das immer relativ... also ich bin da nicht so scharf drauf, irgendwie großartige Inhaltsangaben zu machen, weil... Ich denke, wer unseren Podcast hört, also ich meine, wir haben es jetzt schon mehrmals gehört bekommen, dass wir das gerne mal machen sollen, aber ich bin dann immer so dieses, ja, guck halt den Film oder guck im Internet, da steht es. Also ich finde Inhaltsangaben schon ganz schön, aber ich muss mir da halt immer ein paar Gedanken machen, was ich zusammenliege. Das ist spontan, das wird dann immer so ein bisschen weggezimmert. Es zeigt dann auch manchmal schon, dass man, worauf man selbst vielleicht mehr seinen Blick gerichtet hat oder so, ne? Wenn man eine bestimmte Person erwähnt oder auch nicht erwähnt. Das kann ja auch schon ein Hinweis darauf sein, wie man selbst den Film wahrgenommen hat. Also das natürlich erklärt auch, warum ich bei Battle Royale nicht über den Lehrer gesprochen habe. Aber gut. Ja, wir hatten ja im Intro ganz kurz darüber gesprochen, dass ich eben der Meinung war, Sunset Boulevard und All About Eve wären so gegeneinander angetreten. Und das stimmt. Also sie sind anscheinend beide von 1950. Und der dritte Mann war auch irgendwie mit dabei, hast du gesagt, ne? Ja, einmal. Aber ich weiß nicht, ich weiß schon gar nicht mehr, was das war. Ob das Musik war oder irgendwas? Auf jeden Fall, der Mann ist meines Wissens der von 49, dann nehme ich an, dass der halt in Amerika tatsächlich dann erst in den 50ern irgendwie seinen Starttermin hatte. Also es ging um die Oscarverleihung 51, ne? Genau. Aber ich muss mal fragen, ich hätte gedacht, dass der dritte Mann mehr Preise hat, weißt du da mehr? Also ich hätte gedacht, dass der auch... Naja, wenn der nur gegen All About Eve und Sunset Boulevard... Naja, der war ja auch nicht großartig nominiert, sonst das kann ja sein, dass er einen anderen... Ich finde ja, die Academy Awards sind ja nicht alles, es gibt ja auch noch andere Veranstaltungen, die auch mal schön sind. Naja, also ich glaube, vor allem ist das ja eine britische Produktion oder mindestens britische... Ist das dann eher so ein BAFTA-Ding oder was? Also es ist nicht unbedingt ein typischer, oder es ist nicht der reine Hollywood-Film. Natürlich ist mit Joseph Cotten auch und Orson Welles natürlich auch große Namen dabei. Schön, dass wir schon wieder völlig abschweifen. aber, naja, weiß ich nicht, vielleicht, All About Eve ist halt ein Fox-Film. Ich überlege gerade, der Billy Wilder-Film, da komme ich nicht drauf, ob das ein RKO war oder also welches Studio das war. Das ist vielleicht so einfach, dass da schon die Studios mehr Druck gemacht haben, von wegen hier. For your consideration, dieser Film, den könntet ihr euch mal angucken und schauen, ob ihr nicht diese Leute nominieren und auch auszeichnen wollt. Keine Ahnung. Weil Oscar-Kampagnen sind ja, glaube ich, auch mit Geld verbunden. Also ich habe ja lange Zeit gedacht, naja, da werden dann irgendwie kriegt die Academy-Jury oder die Academy-Mitglieder kriegen eine ewig lange Liste mit Filmen, die in dem Jahr eben in Amerika erschienen sind. Und dann kreuzen sie an, ja, den nominiere ich, den nominiere ich nicht, den nominiere ich, den nominiere ich nicht. Aber anscheinend ist das ja eher andersrum, eher so präsidentschaftskandidatsmäßig. Du brauchst jetzt mal einen Haufen Asche und rührst die Werbetrommel, meine Güte. Und dann sagen die vielleicht, oh, naja, jetzt hast du so viel Werbung für den Film gemacht, vielleicht gucke ich ihn mir sogar mal an. Das erklärt natürlich auch, warum die Oscars für mich ja persönlich überhaupt nicht repräsentativ sind, ne? Weil ich finde es ja schöner, wenn aus einem Preis ausgewählt wird aus Filmen, die halt rausgekommen sind, wenn du halt wirklich, na gut, jetzt haben wir auch, ich weiß ja nicht, wie ich damals, weiß ich gar nicht, wie das war, aber heutzutage ist ja so, dass ja so viele Filme rausgekloppt werden in kürzester Zeit, da kannst du ja den Überblick nicht so behalten, ne, aber ich finde, wenn man sozusagen sich da so ein bisschen reinkaufen kann, dass man das überhaupt erstmal diesen Blickwinkel darauf richtet und dann wird er so ausgewählt, dann nimmt das Schmiedel halt für mich schon so ein bisschen wieder den Preis tatsächlich. Da finde ich, ist ein Publikumspreis zum Beispiel ein bisschen mehr wert dann tatsächlich. Also wenn die dann abstimmen oder so. Also ja, dann ist ja dann auch eher der Film, der häufiger gesehen wird, dann ja
mit den größeren Chancen, dass der für den. Naja. Naja, gut, ich muss auch an dieser Stelle sagen, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich weiß, dass alle Leute, ich finde, es gibt viele Leute, die die Oscar-Verleihung leidenschaftlich gucken und die das ja mitfiebern. Ich kenne das auch, die Oscar-Partys, wo alle dann sozusagen die ganzen Stunden lang durchtippen und alles. Aber ich habe das auch schon mitgemacht in meinem Leben. Das ist jetzt nicht so, dass, es nicht, dass ich das nicht erlebt habe. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist es schon seit einigen Jahren so und es, mittlerweile hat sich das bei mir ein bisschen manifestiert, dass die Oscars für mich wirklich ein sehr uninteressanter Preis sind, weil ich, erstmal gehe ich damit grundsätzlich nie konform. Also ich habe immer eine, ich bin entfernt, habe ich nicht diesen professionellen Blickpunkt wie die Schauspieler oder Akteure, die da in der Jury sitzen, weil ich jedes Mal denke, oh ja, der Film, der muss es sein und das ist immer der andere Film. Und ich finde allgemein, dass die Oscars für mich überhaupt nicht interessant sind. Also deswegen, ich hab immer lieber die Golden Globes geguckt, wenn überhaupt, aber an sich gucke ich allgemein Preisverleihung nicht großartig. Ich guck die Zombie Awards, aber das ist hier wahrscheinlich kein hier. Also von daher. Kommen wir lieber zu einem anderen Award. Ja. Oh scheiße, den Namen habe ich vergessen. Wie ist die? Sybil Simmons? Sybil Simmons. Ach so, oder? Ja. Ja, kriegen wir zusammen, ja. Also, ich weiß, wer ihn gekriegt hat, aber ich weiß nicht, was dieser Award überhaupt aussagt. Ob es einfach nur ein Ehrenausgabe ist oder was? Nein, ich meine hier in dem Film, also es geht darum, bei All About Eve beginnen wir mit einer Preisverleihung. Aber ich komme gerade nicht mehr auf den Namen dieses Preises. Ich meine irgendwie Sybil. Achso, ja, das kann sein. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe das jetzt verwechselt mit was anderem. Und werden da eingeführt in, ja, durchaus humoriger Art und Weise. Ja, diesen Preis kennen sie ja wahrscheinlich gar nicht. Und außer sie sind eben am Theater interessiert und leben es so wie ich. Und ich bin Kritiker. Ja, da wird eben so mit einem leicht, ich weiß gar nicht, ob das ironisch ist, oder mit einem leicht suffisanten Blick so auf diese Gemeinde, die da diesen Preis verleiht, dass die vor allem aus einer großen Gruppe älterer weißer Männer mit schütterem Haupthaar besteht in wohligen Anzügen, die da Preise verleihen und auch ganz froh sind, dass dort junge, sehr gut aussehende Damen sind. Und ja, und dann kriegen wir so ganz kurz, ohne dass wir es zu dem Zeitpunkt schon genau wissen, einmal quasi das Ensemble vorgestellt. Also eigentlich wie so beim Theater, bei einem Stück, wenn so auf der ersten Seite steht die Besetzungsliste, die Personenliste, ne? Wir kriegen ihm vorgestellt, Miss Karen oder Karen Richards, die Frau des Stückeschreiber Lloyd Richards, Max Fabian, der Produzent, also Theaterproduzent, Margot Channing, die große Bühnenschauspielerin. Wird Eve auch einmal schon erwähnt an der Stelle? Naja, wenn sie nachher am Ende den Preis kriegt in der Szene, wo halt alle klatschen, außer unser genau Tisch. Wird Eve Harrington, der große aufstrebende Megastar. Unser Sprecher, unser zu diesem Zeitpunkt Off-Erzähler Allison DeWitt, Theaterkritiker. Ja, da fehlt auch noch der... Und der Mann von Margot Channing, genau, der Bill, der ist Regisseur. Genau. Theaterregisseur. Und die arbeiten halt alle auch immer gerne zusammen, also die arbeiten halt relativ häufig zusammen, also abgesehen vom Kritiker, ne? der guckt sich die Arbeit danach an, aber der Rest vom Tisch, die haben halt schon mehrere Stücke zusammen produziert und es wird auch gesagt, dass Margot und die Frau vom Schreiber halt auch beste Freundinnen sind, ja. Genau, tatsächlich, und dementsprechend halt seit Jahren auch gemeinsam halt New York Erfolgsstücke aufführen. Genau, und der Anlass, weswegen wir eben mit diesem Ereignis beiwohnen, ist, dass Eve mit dem Preis ausgezeichnet werden wird. Und dem Filmtitel sagend, wird Allison DeWitt uns eben mitteilen, wir werden jetzt alles über Eva erfahren. Oder wir wussten schon alles über Eva, aber sie werden es jetzt dann auch wissen. Und das wird sich dann im Film durchziehen, dass immer wieder mal Off-Erzählungen oder ein Off-Erzähler, Erzählerin einsetzt. Und die wechseln vor allem. Also wir sind nicht rein darauf beschränkt, dass uns eben der Theaterkritiker mal ein paar Sachen mitteilt, sondern auch Margot ist mal zu hören. Jetzt überlege ich gerade hart, ob Karen ist ebenfalls. Mit Karen steigen wir quasi ein, ne? Dann folgt der Rückblick. Mit diesen klassischen oder mit diesen starken Zeilen in Theater. A lifetime is a season and every season is a lifetime oder so. Und dann meinst du, ja, wir haben jetzt Juli, also muss es
im Oktober gewesen sein. Und dann erfolgt die Rückblende und wir sind plötzlich auf dem Broadway, der, oder bei dem ich so dachte, ja krass, bei Birdman hatte ich das sozusagen zuletzt mal im Film gesehen, im Broadway, oder gefühlt bei dem, vor allem, weil er die Kamera, also ich meine einfach, da ist die Kameraeinstellung ähnlich, wenn Michael Keaton dann mal außen auf der Straße lang geht, kurz im Film. Ich habe das letzte Mal gesehen bei Glee. Also, das war's. Also ich habe relativ, habe auf jeden Fall so mir eingebildet, ah ja, stimmt, das habe ich schon mal gesehen. Also in einem neueren Film habe ich es eher gesehen, als eben in diesem alten Film. Und deswegen gleich gedacht, ah ja, das ist der Broadway. Ja, ich kenne mich aus. Und dort am Broadway läuft das Stück von Lloyd Richards. Oh Gott, wie ist das? Above the Wood? Alone in the Woods? Also ich habe es mir wirklich nicht gemerkt. Ich kann dir da jetzt nicht helfen. Naja, und auf jeden Fall ist Margot Channing dort schon seit Monaten jeden Abend oder in der Matinee auf der Bühne. Und ja, es gibt eben eine Person, die behauptet, sie hat jede einzelne Vorstellung gesehen. Also ich glaube ihr das auch. Ich glaube nicht, dass sie es behauptet. Ich glaube, es ist so. Und das ist eben Eve. Ja, und die wird dann durch Karen eingeführt oder darf dann die heiligen Hallen betreten und in die Umkleide von Margot mit rein. Sie gibt sich ein wenig zurückhaltend und oh nein, das ist doch viel zu sehr und ach und dididim. Ja. Na gut, aber ich fand auch schon, als sie so mit reingeholt wurde, ich schon gedacht, das war sehr selbstlos in diesem Zeitalter des Datums. Und wie sie dann sozusagen vor der Kabine ankommen und die lauten Stimmen hört und da wartet man draußen und dann geht sie rein, dann lässt sie die ganze Zeit über so eine Fans, die ganze Zeit nur rumklingen und einfach nur wirklich was von einem haben wollen, so, ne? Da habe ich so gedacht, ja, das muss die doch draußen alles gehört haben oder was? Also, das ist ja dieses. Also, sie sind ja zunächst auch so ein bisschen hin und her zu ihr, um dann aber auch eben zu sagen, naja, doch, die ist ja wirklich sehr freundlich und. Ist ja schon alles gut. Also als sie die Geschichte so erzählt hat, von ihrer Vergangenheit, alle so gerührt waren, habe ich ja von vornherein nicht abgekauft. Ja, ich habe so gedacht, na, so ganz hundertprozentig ist das wahrscheinlich nicht die Wahrheit, aber mal gucken. Sie hat erstmal gehe ich noch so ein bisschen mit, aber habe auch so das Gefühl, na, irgendwas, was ist denn da? Ne? Also weil wir, allein dadurch, dass wir, was durchaus so typisch ist, so, was wir auch aus dem Film Noirs immer wieder kennen, dass wir sozusagen mit dem Ende anfangen und dann erfolgt eben so der Blick zurück. Wie konnte es dazu kommen? Und dadurch ist ja natürlich schon klar, okay, sie muss ja irgendwie dann ans Theater gekommen sein und auch die Rolle spielen. Und wenn sie jetzt hier noch so das unschuldige Lämpchen sein soll, was eben ein paar Monate später schon diese Preisauszeichnung bekommt, dann muss ja da irgendwie was abgehen. Also ich fand, dass Anne Baxter die Rolle der Eve unglaublich gut gespielt hat. Also ich fand, ich hat sie echt super gemacht. Aber die Rolle der Eve, die fand ich wirklich scheiße. Also ich mochte die, ich konnte die, also nicht, also das ist das falsche Wort, aber ich konnte die halt nicht leiden. Und ihre Art zu reden, diese ruhige Intonation, das hat mich vom ersten Moment so genervt, das wird vom ersten Moment so extrem aufgesetzt falsch für mich, dass ich unabhängig, ich meine, ich wusste ja nur auch nicht genau, wo es jetzt genau die Handlung hingeht, ne? Dass ich ihr das von ersten Moment nicht auch abgekauft hätte. Und deswegen hätte ich auch gesagt, okay, jetzt schon, hier ist ein Autogramm, jetzt geh wieder. Ich hätte sie auf jeden Fall nicht bei mir einziehen lassen. Das fand ich so schon, den Schritt fand ich schon zu doll. Ja, das waren auf jeden Fall zwei Sachen, wo ich auch dachte, okay, also dass man sie einmal, dass eben Karen zu ihr sagt, hier, komm noch mit rein. Ich habe die schon öfter gesehen im Publikum, so irgendwie anscheinend. Ne? Dann darfst du jetzt mal deinen Star treffen. Ist okay, und dann hat sie natürlich mit dieser mitleiderregenden Geschichte, ja, eigentlich, ne, sie hat eigentlich nichts, das Einzige, was sie hat, ist eben das Theater und Margot auf der Bühne sehen und dann dieses, ja, kommt aber das wirklich schon, aber ich muss echt sagen, ich fand es krass, dass diese Moment so berührt von dieser Aussage waren, weil das wirkte ein bisschen krankhaft, also ich fand das ein bisschen abschreckend tatsächlich, wenn jemand zu dir kommt, den du gar nicht kennst und sagt, Du bist mein einziger Lebensinhalt und ich lebe nur dafür, dass ich dich auf der Bühne stehen kann, sehen kann, jeden Tag. Also da muss man ja schon narzisstisch sein, damit das wirklich so angeht, dass es wirklich so wirkt, weil jeder normal denkende Mensch würde sagen, geh weg. Also, das ist so viel. Naja, das wird ja mehrmals im Film dann auch aufgegriffen, ob denn die Menschen am Theater normale Menschen sind oder ob die nicht
ihre ganz klaren Eigenheiten und Abnormalitäten eben brauchen, um da überhaupt klarzukommen. Aber ich stimme dir zu, das ist natürlich schon so ein bisschen, ja, wenn du an der Stelle nicht mitgehst, dann könnte der restliche Film sehr schwer werden für dich. Nur wenn du eben nicht sagst, okay, sie hat jetzt eben so eine super Geschichte aufgetischt und Margot ist so ein bisschen zwischen Mitgefühl, bisschen, glaube ich, auch streichelt sie ihr Ego. Ja, also das ist also total, damit hat sie sie gekriegt, ja. Ein Riesenfan. Und Eve wird teilweise auch gar nicht erst wahrgenommen von den Personen, die so im Raum sind. Einmal, erst kommt der Lloyd, ne? Mhm. Der sagt hier, ja, ihr seid schon vorgestellt worden. Was, wann denn? Ja, vor einer Minute. Das ist aber toll. der sich sozusagen, der den Namen gar nicht sich gemerkt hat. War das Lloyd? War das nicht Bill? Ich überlege gerade, wer zuerst, war Lloyd nicht auch noch kurz da? Nee, Lloyd war ja drinnen schon. Wir haben die Geschichte mitgehört. Aber okay, dann ist es doch Bill, stimmt. Und wer ist der oder diejenige, die den Nachnamen falsch ausspricht? War das Margot selbst? Sie sagt, glaube ich, aber nicht, statt Harrington sagt sie Rivelding und Karen verbessert sie dann eben so. Nein, Harrington. Also sie wird zunächst auch eben so als, ja, hier ist jetzt halt gerade noch eine Fliege mit im Raum, dann muss man mal so ein bisschen mit der Hand wegwedeln, um dann eben feststellen, okay, wir nehmen sie doch wahr als Menschen und ist schon okay. Ja. Und die einzige Person, die zu diesem Zeitpunkt misstrauisch wirkt oder zumindest ein bisschen schroffer, oder also die anderen sind in der Hinsicht schroff, dass sie eben noch nicht so ganz als vollwertig wahrnehmen, im Sinne dessen hier, wie heißt sie, oder den Namen falsch aussprechen, aber dieses richtige Misstrauen oder zumindest sehr schroff und direkt ist, ja, ich weiß nicht, die Bedienstete, die Angestellte von Margot, ja, was ist eine Verwandte? Nee, Verwandte nicht, entweder was, okay. Was eine Assistentin oder es war die Haushälterin oder so, also aber das ist, ja, aber die hat sie vom ersten Moment durchschaut. Aber ich finde es auch so typisch, das ist immer so, dass sozusagen die Haushälter, die am Rande stehen, die sehen immer, was abgeht, und alle anderen hier, die Stars und die so angeblich so klugen, die kriegen das nicht mit. Ja, und dann haben wir Parasite. aber da passt der Name noch besser, finde ich. Also, wer Parasite gesehen hat und jetzt diesen Film hinterher sieht, oder wer zuerst alles über Eva gesehen hat und dann Parasite, der wird wahrscheinlich auch sagen, das sind aber schon auffällige Parallelen. Findest du, dass da so viele Parallelen sind? Naja, wir haben jetzt wieder eine Person, die anscheinend eher nicht so betucht ist, die in eine reichere Gegend kommt und dort sich mit Arbeit hochdient und dann, ja. Achso, denkst du, das heißt, du bist Anhänger der Theorie, dass Familie Kim die Parasiten waren, oder was? Gar nichts weiter von wegen. Aber ich wollte nur sagen, dass dieser Handlungsverlauf oder dieser Beginn der Geschichte durchaus Ähnlichkeiten aufweist. Na ja, gut, dass wir vom Parasite wegkommen. Mhm. Sonst quatsche ich da viel zu lange drüber. Ja. Ja, und dann entwickelt sich das eben. Also ich muss ja sagen, Bette Davis ist ja wirklich eine tolle Schauspielerin, ne? Ja, ist sie wirklich. Also das kann man ihr nicht absprechen. Also das ist wirklich wahr. Sie hat so eine leicht rauchige Stimme. Ja, ja. Darf auch ein paar Falten zeigen. Also ist jetzt, also ich glaube auch so oder so, die wird ja nie in der, oder na gut, das behaupte ich jetzt wieder einfach. Ich meine, hier auf dem Cover ist sie auch sehr faltenfrei zu sehen, was irgendwie, glaube ich, gar nicht dem Bild im Film entspricht, weil das ist ja auch stark. Wir beginnen ja, wir sehen sie das erste Mal, den großen Star Margot Channing, sehen wir halt mit dieser, Make-up-Entferner. Das ist das zweite Mal, als wir sie sehen. Das erste Mal, wenn wir sie sehen, wir sie bei der Preisverleihung, da sieht sie schon sehr hübsch aus. Also, das kann man. Ja, da sitzt sie so ein bisschen gelangweilt mit der Zigarette da. Also sie ist zurecht gemacht, ja, das stimmt. Und ja, wir sehen sie ja zum ersten Mal, das ist völlig richtig. Aber dann, sagen wir, wenn wir das erste Mal sprechen, hören und ein bisschen länger sehen, da ist sie gerade eben mit der Gesichtsmaske nach dem Auftritt. Da fand ich auch sehr interessant so. Nee, genau, und ja, finde eine tolle Stimme hat die auch, so leicht rauchig ein bisschen. Und wie gesagt, ich würde sie nicht als das Schönheitsideal oder das, naja, es kann natürlich ein Schönheitsideal, aber jetzt irgendwie doch nicht so ganz dem Superschönheitsideal entsprechend. Ja, das hatte ich bei ihr noch nie. Also das fand ich bei ihr noch nie. Obwohl, wenn man so ihre ganz alten, also ihre älteren Filme guckt, also wo sie auch Anfang 20 war und alles, ne, da war sie schon niedlich, aber da wirkte sie, war sie niedlich. Also ich fand, hübsch war sie noch nie, aber niedlich, und sie hatte vor allen Dingen auch
dann eine ganz unschuldige Präsenz, also diese Wandlung, die sie in ihrer Laufe ihrer Karriere durchgemacht hat, zu dieser Diva. Sie ist für mich auch mitunter wirklich ein Ausdruck dieser einer Diva. Und ich finde, es ist schon ein unglaublicher Sprung, den sie durchgemacht hat. Also das finde ich schon ziemlich cool. Mhm. Also die ist schon nicht, also ich finde, das ist sowieso nett. Ich finde so gerade im Classic Hollywood, das ist ja noch eine Zeit, da gab es ja noch richtig Divas, also Diven. Also das, da gab es sowas ja noch. Heutzutage gibt es das ja nicht mehr. Also habe ich zumindest nicht in der Wahrnehmung, dass ich noch eine richtige Diva jetzt aus der Jetztzeit kennen würde. Ich wüsste nicht, wer es sein sollte. Aber da gab es ja diese Joan Crawford, die auch so edel war. Dann Betty Davis sowieso. Ne? Sasa Gabor. Ne? Auch eine sehr, sehr elegante Frau. Also hier gab es so viele. Also die wirklich so richtig mit Stil und Klasse diese Schauspieler gezeigt haben. Nur durch ihre Präsenz, dass das Schauspielfach nicht jedem offen steht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, gut, du hast ja eben hier, gerade in dem Film hast du ja auch so die Kontraste in Form einmal von Marilyn Monroe, die eine wenig gebildete blonde Dame macht, oder sehr jung auch, und sehr unerfahren dargestellt wird. Du hast eben Eve, die auch im Vergleich jetzt zu Margot haben ja eigentlich alle kurze Haare, die Frauen. Nee, die haben die Haare nur so hochgebunden. Ja, aber also gut, dann trägt sie eben die Haare offen und die anderen haben sie dann eben meistens eher hochgesteckt. Also sowohl Karen als auch eben Eve bei Marilyn Monroe ist auch nicht anders. So finde ich als Kontrastpunkt dazu. Ja, aber ich glaube auch, dass diese Frisuren auch so wirklich in die Mode der Zeit da waren. Das war schon so, das ist ein bisschen Eleganz, das gehörte schon dazu. Aber ich verstehe, was du meinst. Das ist natürlich eine herausragende Rolle, wenn sie dann mit ihren sozusagen mit ihren Hollywood-Locken da steht und Betty Davis, das wirkt schon ganz, ganz anders. Das ist richtig, ja. Also ich finde, wie gesagt, ich stimme dir komplett zu in diesem Punkt. Ich finde, Betty Davis ist wirklich eine geniale Schauspielerin, von der man definitiv auf jeden Fall noch mehr sichten kann und die auch wirklich Spaß macht. Ich finde, sie packt auch ordentlich Charakter in ihre Rollen rein. Und ich fand es auch krass, weil von den Filmen, die ich jetzt mit ihr gesehen hatte, da war sie meistens eher so die, naja, so wie es im wahren Leben angeblich auch gewesen sein soll, die so vielleicht ein bisschen schwierige Zicke, sag ich jetzt mal. Und ich fand, in dieser Rolle wirkte sie unglaublich sympathisch und nachvollziehbar für mich. Also ich habe, auch wenn sie manchmal so dargestellt wurde nach dem Motto, sie hat spinnt manchmal, lass sie einfach bis sie ausspinnen, das muss sie nicht verstehen. Das passt ja sehr schön, dass das auch Freunde sind, die wissen, okay, jetzt dreht sie gerade am Rad, aber sie kriegt sich dann auch wieder ein und sie wenden sich nicht einfach so alle von ihr ab. Ja. Sie wissen mittlerweile, okay, wir kennen dich, du hast das manchmal, deswegen ist es okay, dass du es, also es ist nicht gut, dass du es hast, aber wir wissen es und deswegen, wenn dann zum Beispiel die Party ist, wo dann so dieses, die Party hat noch nicht begonnen und wir machen jetzt hier mal richtig einen drauf. Fand ich schon sehr, sehr schön so auch. Da wurde ich, obwohl ich genau das Gegenteil im Moment gedacht habe, lustigerweise. Ich habe nämlich gedacht, gerade weil es Freunde sind, müssen sie doch mal anhören und vielleicht auch mal das Problem selber sehen. Ich meine, nachher, bisher wird nach und nach bei jedem der Groschen gefallen so, aber nur weil sie vielleicht mal manchmal ihre Spinnermomente hat, heißt ja nicht, dass immer, wenn sie mal so einen Moment hat, dass es auch immer unbegründet sein muss. Ne? Also das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, ich meine, das gehört natürlich so ein bisschen zu der Geschichtsentwicklung dazu, ne? Wenn ihr alle sofort geglaubt hätten und dann alle sagen, okay, ja stimmt, du hast recht, Eve ist doof, wir müssen jetzt Eve absägen, dann wäre der Film ja vielleicht auch vorbei, also ist mal ein bisschen überspitzt gesagt, ne? Also in der Hinsicht, es wird ja bei Bill zum Beispiel auch so deutlich, der sagt so, ja Schatz, jetzt mach dir mal nicht so viel Gedanken, alles gut, ne? Weil ja da dann auch dazu kommt, neben dem, ja vielleicht will sie, dass sie mir irgendwie die Rolle wegschnappt, aber vor allem auch, dass sie mir noch den Mann wegschnappt und so. Wo ich ja auch lange Zeit gedacht habe, na, ob der Bill nicht tatsächlich vielleicht schon was hat, so, weil der ist, reist eben einmal nach Hollywood und wer weiß, wir kriegen dann einmal zu hören, dass Eve jede Woche einen Brief geschrieben hat an ihn. Ja, ich muss sagen, das fand ich auch eine Frechheit. Das habe ich auch, hab ich auch so, dass sie jetzt auch noch so offen zugibt, weißt du, da habe ich noch so gedacht. Ja, was heißt offen zugibt? Nein, das ging ja damit los, dass Eve hat den Telefonanruf organisiert zu Bill. Wenn er zu seinem Geburtstag und Margot wusste davon nichts. Das muss ich wohl vergessen haben, sagt Eve dann später. Und er fährt dann durch Bill eben, ja, sie schreibt mir ja jede Woche. Aber wahrscheinlich hast du ihr auch die Texte diktiert und so. Und Margot wusste davon überhaupt nichts. Mhm. Und wenn sie dann darauf antwortet, ist natürlich klar, dass Eve sagt, ja, natürlich, was soll sie da jetzt auch sagen? Nee, habe ich nicht gemacht. Ja, das kannst du einfach unerwähnt lassen, ne? Naja, sie wird ja von Margot auch angesprochen. Naja, aber sie sagt ja auch dieses, naja, ich muss ja an alles denken für dich und es ist ja mein Job, dass ich mich auch alles auch in deinem Leben organisiere und kümmere und so. Dementsprechend würde sie es nicht mehr extra erwähnen müssen, weil das könnte ja auch in diesen Brief einfach reinfallen.
Ja, also ich finde, ich muss auch sagen, ich war da auch fies. Ich habe auch Bill böse Absichten unterstellt. Wahrscheinlich aus der Erfahrung heraus mit Classic Hollywood-Filmen. Da hast du ja immer einen, der so wirklich so agiert. Nee, ich habe auch gedacht, also ich fand es schön, dass er so loyal war, auch zum Ende, auch als nachher sich Eve so an ihn ranschmeißt, auf eine ganz widerliche Art, wie ich fand. Also da habe ich echt so gedacht, ich weiß nicht, wie du als Mann das empfunden hast, aber ich habe als Frau gedacht, hau ab. Also ich fand, ja, genau, ich fand das so eklig und aufgesetzt und so falsch. Und in diesem Moment hätte man eigentlich sagen müssen, verschwinde hier. Also so sehr sie da in diesem Moment vorgibt, eben voller Emotionen zu sein, so kühl und berechnet ist sie ja in diesem Moment ihres bis dahin größten Triumphes. Ne? Sie hat jetzt gerade als Margos Vertretung auf der Bühne gestanden. Und die ganze Presse von New Yorks eingeladen. Und hat, also das muss man ja trotzdem sagen, sie hat eben super gespielt. Das scheint ja ein Fakt zu sein, trotz allem. Und sagt dann eben, macht dann eben ganz klar zu Bill eben, hier, jetzt ist es auch Zeit, dass wir beide zusammenkommen. Ne? Und da habe ich auch so gedacht, na, was passiert jetzt? Und hab dann auch so gedacht, als Bill dann eben sagt, ja nee, kannst vergessen. Also beruflich gerne so ungefähr vielleicht, oder beruflich kann man gucken, aber privat bin ich halt mit Margot zusammen, wo ich auch dachte. Dafür, dass sie gerade getrennt hatten, war das wirklich Moment, gut. Also wirklich, ohne Witz, in der Szene, das war der Moment, wo ich dachte, jo, Bill ist jetzt mein Liebling. Also, weil ich auch gedacht, ne, wird ja auch so angesprochen, ja, hier Margot sagt ihm, ja, ich bin 40, Bill ist 32, sind 8 Jahre und ich habe das schon so oft gesehen und wir alle haben das natürlich schon oft genug gesehen in Filmen und sonst wo, dass dann eben so die Jüngere sich alles krallt und hier Bill eben so, nee, kannst vergessen. Ja, also, ja. Das fand ich stark, hätte ich auch gedacht. Da habe ich auch gedacht, eine Runde Applaus für also, den Herrn. Also vor allem erst macht er ja auch noch so ganz leicht so, ne, so, ja, mal gucken, wie ernst sie das jetzt so meint anscheinend und dann wird sie ja wirklich... Dann buchstabiert sie das ja wirklich aus, ne, dass auch gar kein Zweifel mehr besteht dran. Ja. Und dann sagt er, ja, ich muss jetzt los. Kannst du knicken. Ja, das ist ja auch so das erste Mal, glaube ich, dass sie so einen Rückschlag erleidet. Ja, ne? Wo sie auch so explodiert so und den Gefühlen nicht einherweist und die Perücke zerreißen will und was weiß ich und was. Und dann ist aber Allison schon da, der Kritiker. Ja, der schon alles gehört. So. Ja. Aber mit Bill, aber ich glaube, dieses Vorwurf war der Punkt, wo Bill erkannt hat, dass Margot die ganze Zeit recht gehabt hat. Ja. Und in dem Moment war dann Eve, glaube ich, auch bei ihm unten durch. Also. Ja, das, also, ja. Das glaube ich wirklich. Klar gemacht, ja. Ja, und dann kriegen wir immer mal wieder so die Intrigen und die Netze, die Eve so aufspinnt oder zusammenspinnt, aufgezeigt. Na gut, für sie ist es natürlich auch in vielen Bereichen ein leichtes, weil die beste Freundin von Margot ja auch manchmal ein bisschen dümmlich ist. Ja, genau, die wird so ein bisschen, die stellt Leute wahrscheinlich nur auf Empfehlung ein. genau, die Karen ist ja ein bisschen, ich weiß nicht, leichtgläubig, aber sie ist sehr vertrauensselig auf jeden Fall, was natürlich in eine gewisse Naivität auch umschlagen kann, aber andererseits ist es ja eigentlich schön, wenn es solche Charaktere gibt, die eben auch einfach an das Gute glauben oder eben freundlich sind und auch Menschen helfen wollen. Ganz grundsätzlich, natürlich kann das dann eben auch dazu führen, dass man sich den Teufel ins Haus holt. Aber die war mir trotzdem, grundsätzlich war sie mir sympathisch. Und wie ist denn das für dich so im Laufe des Films? Hast du eigentlich mitgefiebert im Sinne von, also ich meine, wir wissen ja halt, dass Eve diesen Preis kriegt. Also ist eigentlich schon klar, wie es irgendwie ausgehen wird. Aber hast du so gedacht, hast du irgendwie mitgefiebert mit sowohl vielleicht Eve als auch Margot oder den anderen Figuren? Wie ging es dir da so? Oder hast du die ganze Zeit so gedacht, ah, Eve. Für mich war recht schnell klar, dass ich Margot sehr gerne mag und ich mich mit ihr identifizieren kann, auch wenn sie jetzt ein Star ist, oder ich jetzt nicht, aber das war für mich schon sehr, die war für mich sehr greifbar, die Rolle. Für mich war auch genauso früh klar, dass ich die Rolle der Eve überhaupt nicht leiden kann. Und für mich ging es den ganzen Film nur um Schadensbegrenzung. Ich hab nur gedacht, wenn sie was genommen hat, dann bitte nicht alles. Und ich hatte auch ein bisschen vielleicht gedacht, naja, weil vielleicht nach der Presse, also dass die nach dieser Preisverleihung sozusagen, mit der der Film auch beginnt, wenn das nachher weitergeführt wird, ob sie dann vielleicht auch bloßgestellt wird, dass sie ihr vielleicht nochmal, dass sie sie wieder in die Schranken weisen oder so, als gemeinsam als Team oder so. Da habe ich noch drauf geachtet, aber das war ja nicht. Also deswegen, das war so mein Gedanke. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Naja, bei mir war eben auch so, also weil ich ja, wir hatten ja im Einführung auch gesagt, hier, was hast du für eine Erwartungshaltung, worum geht es ungefähr? Und dann habe ich auch gedacht, ja, ich habe jetzt nur hier hinten gerade auf der Rückseite gelesen, also anscheinend krallt sie sich die Rolle von Margot.
Aber was das eben noch für weitere Auswirkungen oder welche sonstigen Begebenheiten sich da so zutragen, wusste ich halt auch nicht. Aber ich war auch so dieses, also zu Beginn hatte ich bei Eva auch noch so gedacht, so, aha, so, okay, aber dadurch, dass ich eben weiß, wie es ausgeht und eben das gesehen hatte, irgendwie muss sie ja quasi Männer das so ein bisschen ausnutzen wollen, die ganze Situation, die Eve, obwohl sie mir durchaus am Anfang noch ein bisschen sympathisch war, muss ich auch gestehen. Und ich dann, muss ich sagen, ich mochte die von dem ersten Moment nicht. Ja, ja. Und habe aber auch so gedacht, ja, die Margot, oder trotz vielleicht so dieser bisschen Star-Allüren oder so dieses Lieberfallens, wusste sie, weiß sie schon sehr genau, was eben so bevorsteht und das eben so also arbeitstechnisch kann Margot trotz allem eben vorhersehen, was so passieren wird. Und auf der privaten Ebene liegt sie zum Glück falsch. Ne? Also sie befürchtet natürlich auch da, dass genau das eben passiert, wegen dieser Altersgeschichte vor allem, und dass sie jetzt eben in ihren, ja, ihre, möglicherweise ihre schönsten Jahre vorbei wären, jetzt eben die nächste Generation kommt. Aber wie gesagt, zumindest privat ist das ja, überstehen sie das. Gemeinschaft. Würdest du eigentlich mal raten, wer mein Lieblingscharakter war? Also deiner war ja Bill. Ja, ja. Okay, also nur um als Martin konnte ich mich dann bei ihm so, gesagt, ja, cooler Typ. Ja, okay. Und was denkst du, was war mein Lieblingscharakter? Ja, ich würde eigentlich schon sagen Betty Davis, also schon Margot im Endeffekt. Also mein anderer Lieblingscharakter ist ja ihre Helferin und können wir eigentlich vorstellen, dass die bei dir auch ein paar Pluspunkte hatte mit ihrer direkten Art. Ja, die fand ich auch und cool, so ja, völlig unverständlich. Also das war auch immer so in diesen Details, weißt du, da kommt das Eve mit Margot, glaube ich, im Raum und dann kommt die, ich habe leider ihren Namen vergessen, kommt sie rein, macht sie die Tür auf und Eve steht so halb in der Tür und sie geht einfach so vorbei und Eve muss noch so ausweichen, obwohl sie schon da steht. Also sie geht nicht um Eve rum, sondern geht so quasi durch sie durch und auch keinen Blick zu ihr und Schritte. Aber ich sage trotzdem Margot. Achso, ja, also ich mochte Margot auch ziemlich gerne, aber lustigerweise war mein Charakter. Oder warte, Allison? Na gut, sag mal. Allison? Ja, der Kritiker. Ja, das ist Allison. also George Sanders, ja. Ja, ja, den fand ich ziemlich cool von der Art her. Ich muss auch sagen, ich hatte nachher mit seinem Charakter teilweise ein bisschen Probleme sogar gekriegt, weil ich mochte den vom ersten Moment an, weil er auch diese schöne Einführung macht. Ja, auch so eine Stimme. Also war wirklich so diese, ich dachte, die habe ich doch bestimmt in irgendwelchen Trailern oder so mal gehört als Erzählerstimme oder in irgendwelchen anderen Filmen. Wahrscheinlich nicht, aber eine sehr schöne Stimme. Also der hat auch so eine sehr schöne Präsenz gehabt, der war auch sehr trocken in der Art. Der der ist ja auch sehr groß und da hat er auch sehr den Durchblick gehabt und hat auch so, war ja auch, ich habe das Gefühl gehabt, dass er Eve sehr, sehr früh durchschaut hat selber. Mhm. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, dass er noch, weil vielleicht habe ich mich da ein bisschen ködern lassen, durch die Anfangsszene, wo die alle an einem Tisch sitzen. Ich habe immer gedacht, er gehört doch noch zu der Gruppe und dass er sozusagen am Anfang sozusagen sie ein bisschen bloßstellen will, um sie mal in die Schranken zu weisen. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass er dann sozusagen sie dann noch aufbaut und dann noch überrascht ist, dass sie ihm auch das Messer in den Rücken jagt. Also ganz ehrlich, das war für mich dann am Ende, weil ich dachte so, oh, aus dem Charakter hätte man mehr machen können. Das war richtig schade. Da musste ich ja noch wieder switchen. Aber da würde ich dann gerne einhaken, weil ich nämlich bei ihm auch so diesen Punkt, er hat das sehr früh durchschaut im Sinne von, hatten die telefoniert? Die haben, glaube ich, telefoniert, ne, wo er so fragt hier, er kommt zu ihr in die Garderobe nach ihrem Auftritt, nachdem er das Gespräch mit Bill belauscht hat, ne, wie sie sich an ihn anschmeißt. Und dann sagt er doch hier, ja, sag mal, wie war das, wie hieß dein Mann? Ja, Eddie. Und wo hast du sie gesehen in San Francisco? Ah ja, im Schubert oder wo? Und dann ist ja auch so halb, dann wartet sie manchmal kurz noch so mit der Antwort und dann habe ich schon gesagt so, ja, ich bin mir sehr sicher, dass das mit dem Schubert in San Francisco eine ziemlich gute Falle ist. Mm, ja, und dann, das haben wir auch, ja, das fand ich auch so. Und dann kommt sie ja noch so aufreizend, so dieses, ja, ich gehe jetzt duschen, ne? Und also im Verhältnis für 1950, sage ich mal, ist das wahrscheinlich schon sehr freizügig gewesen, fand dass ich eine auch Frau sehr freizügig, ja, nur mit einem Handtuch da so vorsteht. Wir sehen trotzdem eigentlich nur so den Anschnitt bis zur Brust, glaube ich. So, also wir sehen quasi ja nichts, wenn man heutige freizügige Sachen sich überlegt, wo die Leute, wo dann eben Firmen sagen, ja, wir müssen jetzt halt die Brust ins Bild halten oder sonst wie, ist das hier eben alles überhaupt nicht zu sehen, aber es liegt ja total in der Luft. Genau, und da habe ich schon gedacht so, ja, okay, er merkt, sie ist nicht das, was sie vorgibt zu sein, zumal er jetzt eben das auch mit Bild hat. Ich glaube, er wusste ja schon vorher, weil dem vorangegangen war ja noch die Szene, wo sozusagen sie als der Understudy gelesen hat auf einmal, wo Margot nicht darüber nicht informiert worden ist. Ja, und er sie zwang aufklärt, dieses, wusstest du das nicht? Doch. Und er kann sie ja dann auch lesen. Also
Da wusste, ich glaube, also dem Moment, wo die andere vorgelesen hat als Ersatz und auf einmal als anders da die drin war, da wusste er schon, was los ist. So, genau, also er hat schon sehr so den Braten gerochen vor manch anderem, aber ich habe mich tatsächlich in dieser Schlussszene zwischen den beiden gefragt, also Schlussszene im Sinne von die Vorpremiere außerhalb der Stadt da in New Haven, wo wir dann das Schubert sehen, wo es dann nochmal uns schon bildlich nochmal gesagt wird, es gibt das Schubert anscheinend nicht in San Francisco und er spricht es dann ja auch nochmal aus natürlich, damit auch alle Zuschauer das verstehen und dass sie eigentlich Gertrude heißt oder weiß ich wie. Und da habe ich tatsächlich dann kurz überlegt, ne, weil er sich ja so überlegen gibt und er hat sie durchschaut, mich dann aber auch kurz gefragt, aber war das dann, also Eve hat das, glaube ich, bin der Meinung, Eve hat das dann bei dieser Premiere damals mitbekommen, ne, als er sie so ausgefragt hat. Und ob das nicht auch Teil ihres Plans war oder sie den Plan dann so geändert hat und sich gesagt hat, okay, dann wickle ich den jetzt auch nochmal um den Finger. Jetzt kann man natürlich gut argumentieren, naja, sie versucht ja Karen und Lloyd auseinanderzubringen und will mit Lloyd zusammen sein. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das halt auf einmal sollte. Naja, sie will halt die Großen, irgendwie einen der Großen. Sie kriegt Bill nicht, dann versucht sie es bei Lloyd. So, und der Theaterkritiker ist dann der, der sagt, ja, du kommst jetzt zu mir. Und dass er das Gefühl hat, er beherrscht sie, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie nicht auch das so relativ schnell in ihrem Plan nochmal so umgestoßen hat. Ja, pass mal auf, ich kitzel dich jetzt nämlich auch und fordere dich heraus und deswegen verfällst du mir letztlich auch und ist das nicht vielleicht doch auch Teil ihres Plans war, obwohl er wieder Überlegene wirkt. Also ich habe da ganz kurz so diesen Moment, wo ich denke, na, jetzt kippt dieses Machtverhältnis. Also Eve weiß ja sehr genau, was sie will den ganzen Film über und ja, sie kriegt eben Bill nicht und das mit Lloyd scheint auch nicht so richtig zu funktionieren oder wird wohl auch nicht hinhauen. Und der Allison, der oder dass sie seine Schwachstelle erkennt, dass er nämlich durchaus ein bisschen eitel ist, ne, und sich eben einbildet, er besitzt eine gewisse Macht, oder weiß ich nicht, ob er es einbildet, aber er hat aber mit seiner Kritikerfähigkeit, er ja. hat durchaus Macht über das Theater oder am Theater und jetzt eben über sie die Macht ausübt, ist auch meine Erinnerung die einzige grafische Gewaltszene, wenn er sie ohrfeigt. Das kam auch. Ne? Also auch das kam auch überraschend, muss ich sagen. Ja, dieses so, da kommt es dann wirklich mal raus aus ihm. Aber so ganz leicht hatte ich dann eben auch wenn Eve so wirkt wie, oh Schande, jetzt fällt ein Teil meiner Fassade bröckelt, aber dass sie ihn damit auch so ein bisschen ködert, dass genau das eben das ist, dass er darauf anspringt. Er sagt ja noch einmal so diesen Satz hier, ja, das ist völlig unangebracht, aber wahrscheinlich ist genau deshalb auch das, was mich so reizt ungefähr. Ich denke, ja, ich glaube, sie hat da auch wieder ein bisschen das Netz um ihn gesponnen. Wie siehst du das? Na gut, das ist ein guter Punkt, ist das. Ich glaube, das ist wirklich eine interessante Idee. Ich könnte sein, dass es stimmt, ja. Also er hat ja auch, also ich glaube, er hat das Gefühl gehabt, er fühlte sich mit ihr verbunden, weil er sie durchschaut hat, weil er auch gesagt hat, dieses, ja, wir haben beide kein Herz, wir können beide nicht lieben, wir sind füreinander gemacht, lass uns gemeinsam durch den Sonnenuntergang reiten, weil wir einfach beide so verdorben sind. So wirkte das ja auch. In dem Moment habe ich damit auch so gedacht, als er gesagt hat, ja gut, dann ist ja der Theaterkritiker halt der Job, wenn es dir egal ist, finde ich jeder hasst. Also das ist natürlich super. Ja, ne, ja aber das kann gut sein. Also ich fand die Machtgefälle, weiß ich gar nicht, ob das so extrem war, weil ich habe ja von Anfang an ja mal gedacht, er hat die Oberhand, weil er sie schnell durchschaut hat, aber er hat das ja wiederum nicht genutzt, was ihn ja wieder in eine unterwürfige Rolle gebracht hat und dass sie natürlich gegeneinander ausspielt, wenn er auch mal so zu ihr sagt, ne, auch als sie dann hier die andere erpresst und so, dieses, ja, was, es hat einfach so geklappt, die Verhandlung, ich habe das Gefühl, du verschweigst mir was, nein, nein, und dieses, dass er das auch alles so hinnimmt und alles, auch wenn er sich da einen Teil denken mag oder denkt, ist ja auch, so weiß Moment, ich nicht, kurz, ne, wenn sie da wieder kommt nach dem Gespräch mit Karen und er sagt zu ihr, ich glaube, du verschweigst mir was, ist ja auch nochmal so eine Wiederholungsspiegelung der Szene zwischen Margot und Bill, wo Bill das eben zu Margot sagt und er sagt, you can't or you don't want to tell me oder so, ne, sagt er ja, glaube ich. Ja. Und sie dann eben tatsächlich nichts sagt und er deswegen ja geht, während eben Eve da knallhart Allison anlügt. Ja, aber... Ja, und im Ende der Tatsache, dass er sozusagen auf einmal mit ihr zusammen sein möchte, obwohl sie jetzt mal auf ihr richtiges, wahres Gesicht zeigt, das fand ich dann, das wirkte für mich dann so ein bisschen erniedrigend für ihn. Es tat mir dann ein bisschen seine Rolle doch ein bisschen, hat mir dann doch leid, weil ich dachte so, ja, na gut, jetzt, also ich finde es sowieso immer naiv, wenn man sich mit jemandem zusammentut, der alle Leute immer so aufs Kreuz legt, dann davon auszugehen, dass man selber nicht aufs Kreuz gelegt wird. Das finde ich ist sowieso ein sehr häufiger Kniff im Film und auch, glaube ich, auch im Alltag von Menschen, dass ich das immer wieder krass finde.
Aber es ist halt ein klassisches Motiv und ich glaube, es ist auch ein menschliches Motiv tatsächlich, weil man möchte ja auch einem Menschen nicht nur grundsätzlich Schlechtes unterstellen. Davon ab, aber wie gesagt, ich fand seine Entwicklung mit der Rolle, da, also ich hab, wie gesagt, ich hatte die Vermutung ja gehabt, dass er sozusagen zu dem anderen Kreis gehört und sie am Ende so bloßstellen wird irgendwie. Dass er dann irgendwie die Wahrheit rausbringt als Kolumne oder so. Und das, also damit habe ich halt die ganze Zeit gerechnet. Und dass es dann aber so verläuft und sie wirklich hochhebt, also wenn ohne ihn wäre sie ja gar nicht so hochgekommen, glaube ich. Das glaube sie halt, weil sie ihre Kolumne, weil er die Kolumne über sie geschrieben hat, die regelmäßige und solche Sachen. Das Interview vor allem, weil ein großer Knackpunkt, ja. Ne, also ich meine jetzt nur, aber das ist halt dieses, er hat ihr extrem geholfen, hochzukommen. Hätte er es nicht gemacht, wer weiß, was dann passiert wäre, ne? Hat sich da keiner gefunden und ist wieder weg. Naja, was halt, ne, wäre dann eben auch wieder, hat er ihr geholfen oder ist er ihr da auch, auf, also zumindest an der Stelle auf den Leim gegangen, weil er auch in seiner Profession dann auch gar nicht anders kann, als, ne, er ist ja auch gegenüber Margot so völlig ehrlich hier, was war das, eine Messe voll Wasser und Feuer, eine Offenbarung, also die ganz großen biblischen Vergleiche, die er da ranzieht, also dass er trotz allem, selbst wenn er weiß, sie spielt da ein doppeltes Spiel oder ein abgekartetes Spiel, dass er trotzdem halt seiner Profession verpflichtet ist und sagt hier, ja, auf der Bühne ist das einfach gigantisch, was sie da abliefern kann. Was man ja trotzdem bei allem Ränke schmieden und was Eve so macht, muss man ja trotzdem zugutehalten, anscheinend, ja, sie kann eben schauspielern und nutzt diese Fähigkeiten, die sie auf der Bühne zur Schau stellt, eben auch fürs echte Leben. Was natürlich sehr interessant ist, also, oder um es noch kurz abzuschließen, ich finde, der Film lässt beide Sichtweisen zu, also sowohl, dass Allison tatsächlich Eve an der Stelle übertrumpft, als auch, dass Eve da vielleicht möglicherweise doch Teil ihres schnell geänderten Planes zum Erfolg bringt, dass sie mit Allison zusammenkommt. Bleibt für mich letztlich offen, näher liegt natürlich, so wie es der Film erzählt, dass Allison derjenige ist, der hier die Hoheit hat. Ich finde es aber interessant, dass gerade diese beiden zusammenkommen, während wir eben sozusagen als Gegenpol ja die vier Freunde haben. Also den Max Fabian würde ich so ein bisschen rausschieben, weil halt, ne, es sind halt vor allem Bill, Lloyd, Karen und Margot, die freundschaftlich zusammenhalten bei all den Stress und Befindlichkeiten, die sie mal während der Arbeit haben, dass sie eben trotzdem zueinander stehen. Auch wenn sie vielleicht Sachen machen, die sie dann vielleicht nicht gestehen möchten. Stichwort Carrot. Aber dass sie ja trotzdem eben durchaus zusammenhalten, ja. Ja, das Geheimnis wird auch ins Grab genommen, ne? Das kommt auch nicht raus, ne? Ja, ja. Obwohl na gut, so wie es so gelaufen ist, hätte ich wahrscheinlich auch nicht getraut, mir das zu sagen. Aber es wäre besser gewesen, hätte sie mir die Wahrheit sagen. Habe ich dann eben auch so überlegt, ja, kommt dann, werden wir dann noch so eine Szene bekommen, vielleicht auch irgendwann später, dass Karen dann zu ihr sagt, du, Margot, ich habe halt auch missgeholt, ich habe mich von Eve auch um den Finger wickeln lassen und habe, weißt du noch, damals im Auto, als du sagtest, das Schicksal hat seinen Streich gespielt und du völlig rhetorisch gefragt hast, du hast ja das Benzin nicht selbst hier aus dem Tank gesaugt oder was? Und ich nur dachte, doch habe ich. und dass Eve eben so kalt und berechnet war. Aber also genau, hatte ich eigentlich gedacht, dass es trotz allem noch kommt, eben weil ich Karens Charakter so bis dahin auch verstanden habe, dass sie bei allem, was ihr unangenehm ist oder sonst wie, trotzdem so zu Margot hält. Aber naja, vielleicht wurde es dann irgendwann später, Jahre später mal gesagt und es ist ja auch irgendwie ein Seitenhieb, fand ich übrigens, auf den Kritiker, auf diesen Stand der Kritiker, ne, dass er ja auch über sich selbst sagt, so, ja, ich bin eben kalt und ohne echte Liebe und kann auch nicht geliebt werden. Also habe ich so ein bisschen auch als Meta-Kommentar verstanden, so dass eben die Filmemacher und die Schauspielwelt dann eben einmal sagt, hier, ihr Filmkritiker, ne, wir haben euch und irgendwie brauchen wir euch und ihr braucht uns, aber das ist wirklich keine echte Liebe zwischen uns. Das ist nur arrangiert und sonst wie. Mhm. Ja, und dann weiß ich gar nicht, was, also ne, wenn ich das jetzt schon als Metakommentar sage, ist ja noch die viel größere Überlegung, naja, am Schluss des Films haben wir jetzt dieses Eve, die weiterhin ihr Spiel spielt und sagt, ja, ich gehe jetzt für einen Film nach Hollywood und dann kommt ja, wiederholt sich die Geschichte und wir erfahren noch, das sind aber sehr viele Koffer, sie müssen länger gehen, oder? Und wir wissen natürlich, ja, das tut sie und sie sagt ganz eiskalt, ja, ich gehe für einen Film dahin. Und wir wissen genau, nein, sie bleibt nicht am Broadway, sie geht jetzt nach Hollywood und will eben in Hollywood Großkarriere machen.
könnte man ja jetzt eigentlich sagen, naja, dann ist es Hollywood auch nicht besser. Wäre ja sozusagen ein Eigentor. Oder ist das dann eher ironisch oder siehst du es nicht so? Naja, letztendlich ist es ja so, dass sie am Ende ja sehr alleine da steht. Jetzt hat sie zwar ihren Erfolg gekriegt, aber um welchen Preis? Dafür, also was hält sie denn in New York noch? Keiner kann sie leiden, keiner will mit ihr zusammenarbeiten. Ja, also, sie hätte einen Mann an ihrer Seite. Ja, also das ist schon richtig, dass sie den geht. Und ich finde es halt schön, dass sich selber die Pest ins Haus holt. Und ich finde tatsächlich, ich weiß gar nicht, wer bringt denn zum Schluss den Preis noch hin? Weil ist das denn Alistair? Das ist im Ohr vergessen. Und die neue... Die hält ja nicht mal hinter dem Berg. Das war nur ein Taxifahrer. Und ich sitze dann da auch natürlich mit einem Grinsen. Ich habe auch ein paar Mal gelacht im Film bei den Dialogen. Aber das war dann auch so, alles klar. Also ist schon im ersten Moment klar, oder nicht ganz im ersten Moment, wenn eben Eve dann in ihr Hotelzimmer geht und da sich einen Drink einschenkt, sehen wir durch den Spiegel schon, da sitzt jemand im Stuhl. Wissen noch nicht hundertprozentig, wer ist das jetzt? Kommt jetzt irgendwie die Rache? Und in gewisser Weise ist es eine Art Rache oder eben der natürliche Lauf der Dinge. Da ist dann eben ein neuer Fan, der sie so sehr anhimmelt und... Das ist dann auch süß, wie Eve ihr dann so die Fragen stellt. Ja, wie bist du denn hergekommen? Ah ja, mit der U-Bahn. Aha, wie lange dauert das denn? Und so, wo ich so sagte, ja genau, ne? Wo warst du in San Francisco? Welches Theater hast du Margot gesehen? Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob sich Eve dann auch da wieder, ne? Lässt sich Eve jetzt von diesen Antworten tatsächlich überzeugen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also dadurch, dass sie ja selber sowas so berechnet ist, dann wäre es ja richtig lächerlich, wenn sie darauf reinfallen würde. Naja, dann kann es ja nur ein Zeichen der Einsamkeit sein. Sie ist jetzt so auf diesem Punkt ihrer Karriere. Sie hat ja jetzt eben quasi, jetzt kommt eben der nächste Schritt Hollywood. Sie hat jetzt eben das alles erreicht. Und ob sie es dann auch sagt, ja, selbst wenn die mir das sozusagen irgendwie wegschnappen will, ich bin ja jetzt erstmal da und vielleicht auch eine gewisse Selbstsicherheit, so dass sie sagt, ja, das ist, sie ist wie ich, aber ich weiß es besser vielleicht auch. Aber das bleibt halt, wie gesagt, völlig offen. Weil sie hätte ja auch komplett sagen können, ja, raus hier. Ja, also. Ich fand sowieso gruselig, dass überhaupt einer sitzt, ein Fremder in deinem Zimmer. Also was ist denn das, ein Hotel? Ja, so wie manchmal jemand im Theater im Seitengang steht, in der Tür und trotz des Regens da draußen wartet. Also ich fand, da habe ich auch so gedacht, okay, das ist halt der Kreislauf des Lebens, eine Schauspieler, kommen die neuen Karrieren her, da kommen die Nachwuchsdarsteller her. Sehr interessant gemacht. Womit ich eher am Ende so ein bisschen... was mich am Ende ein bisschen mehr beschäftigt hat, war tatsächlich die Ehe von Karen und Lloyd, die ja anscheinend komplett aber dann zum Schluss bei der Verleihung sind sie ja wieder zusammen. Also habe ich auch so überlegt, ich glaube, es war auf jeden Fall mindestens auf der Kippe, die Beziehung der beiden. Und ich rede mir halt in meiner positiven Grundeinstellung ein, naja, sie haben es irgendwie anscheinend hingekriegt. Auch dieses Tal zu durchschreiten. Denkst du denn, dass auch nicht nur auf Mindgame-Ebene, sondern auch auf sexueller Ebene Eve da sich so ein bisschen hochgepusht hat bei den Männern? Also bei Lloyd steht es auf jeden Fall sehr deutlich im Raum, finde ich. Oder also im Laufe dieses Dings, ne, wenn gerade dieser nächtliche Anruf kommt und Karen auch rangeht, dass sie mitbekommt und er auch so ist, ja, ich muss jetzt los, ne, sofort. Und dann ist bei ihr auch so, okay, ja, also steht auf jeden Fall sehr stark im Raum. Es wird natürlich komplett ausgespart. Ich überlege gerade, ob es sozusagen, ich weiß nicht, der Hays-Code ist glaube ich ja noch, dass man eben manche Sachen nicht zeigen darf. Mhm. Oder wenn man es reingepackt hätte, dass sie dann gesagt hätten, nee, das müsst ihr leider rausschneiden. Ob es sozusagen irgendwelche Codierungen gibt. Und natürlich wäre sowas wie der nächtliche Anruf und dass er sofort bereit ist, für sie so dahin zu hüpfen, ist ja schon ein deutliches Zeichen, dass da irgendwas sein könnte, ganz grundsätzlich. Aber jetzt gibt es jetzt nicht irgendwie sowas wie, ja, wie zum Beispiel diese Gespräche, die Eve direkt hintereinander mit Bill und mit Allison hat, nach ihrem großen Auftritt, wo ich sage, da ist das eben so offensichtlich, worum es geht, was passieren soll, was dann aber bis dahin auf jeden Fall nicht passiert. Aber, ja, oder ne, das ist irgendwie sowas, überlege ich gerade, ob sie mit Lloyd allgemein, okay, es gibt dann diese Streitereien zwischen Bill und Lloyd, wo ich dann überlegt habe, ob das eben tatsächlich nur, ne, und dieser, also Karen sagt ja auch, es geht die ganze Zeit um Eve, nur deswegen haben sie gestritten. Ich denke, na, will Bill vielleicht den Leute auch ein bisschen warnen, aber es ist ja eher auf professioneller Ebene dann da, diese Streitereien. Also ich denke auch, dass der Lloyd tatsächlich ihr verfallen sein könnte
oder ihr verfallen ist, aber es, auch das bleibt für mich letztlich offen. Das wird nicht explizit oder für mich nicht mal in den Formen, wie es manchmal angedeutet worden ist in Filmen dieser Zeit, angedeutet. Na gut, aber Allison sagt ja zum Schluss, dieses, der will dich gar nicht heiraten, also der will, also wenn er sich von ihr trennt, dann aber nicht, weil sie dich mit dir zusammen sein möchte, ja, sondern wegen was anderem, wo ich denke so, oh, okay. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der seine Karen nicht mehr liebt, wenn ich ehrlich sein soll. Das kam für mich so ein bisschen überraschend, dass diese Wende auf einmal so stark kommt. Ja. Naja. Aber es verläuft sich dann auch so quasi ein bisschen, ne? Weil ja, total. Es ist nicht das, was der Film dann erzählt oder erzählen will. Das wird dann nicht mehr relevant. Ich hatte aber gerade noch was anderes überlegt gehabt. Achso, ja, hier bei dem nächtlichen Anruf, wo wir gerade dabei waren, ne? War das Marilyn Monroe, die sie... Nee, es war irgendeine, würde ich sagen. Also es war jetzt kein bekanntes Gesicht, nee, ja? Also das möchte ich nicht nehmen. Es war irgendwie die Zimmernachbarin. Ich glaube, es war tatsächlich eine Zimmernachbarin, aber es war keine, die wir vorher irgendwie mal vorgestellt bekommen haben. Aber das ist auch eine Frechheit, ne? Also anzurufen, ja, dein Star liegt hier, ist hier krank. Oh, ich muss da hin, damit die halt ein schönes Stündchen machen miteinander haben können, ne? Also das fand ich schon sehr, sehr frech. Hätte mal Karen gesagt, ich komme mit. Ja, ja, vor allem ist ja auch, ne, wir kriegen das ja aufgelöst. Wir sehen, wie nicht verweint Eve in diesem Moment ist, sondern dass das eben ein böser Plan war mit diesem Anruf. Ja. Das ist auch, finde ich, eine sehr große Qualität dieses Films, so die Dialoge. Also sowohl was gesagt wird, was auch mit gemeint wird dann dabei und solche Geschichten. Also eben, gerade wenn Marilyn Monroe auf der Party irgendwie mit im Dialog ist und Allison dann so Sachen zu ihr sagt, wo man auch denkt, ja, warum hast du die eigentlich überhaupt an deiner Seite, Typ? Ne? Also, ist ja wirklich so, Ausnichtigkeit. Und aber auch, ja, diese Party an sich, was Margot da so für Zeilen aufsagen darf, das ist wirklich herrlich. Habe ich natürlich wieder alle nicht genau im Kopf, aber so dieses hier mit denen, ja, gibt es denn die Gäste schon da und Hauptsache wir haben viel Alkohol und spiele auch nochmal das Lied, aber ich habe es jetzt schon 5-mal hintereinander gespielt. Liszt's Liebestraum. Ja, nee, also die Dialoge fand ich auch immer mal wieder ganz stark, manchmal normal stark, aber da ist schon wirklich, die haben was, also das verwendet. Und es ist ja letztlich auch ein Drama, was vor allem über die Dialoge sich abspielt. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass es große Action-Szene gäbe oder sonst wie was. Ist ja wirklich. Ja gut, also wird auch ein falsches Genre, ne, für sowas. Ne? Aber ich fand auch so das Gespräch zwischen den Freundinnen im Auto sehr schön. Das ist diese Offenbarung. Der Seelenstriptease tatsächlich nochmal dieses, ja, nochmal so, wie sie dann halt Margot sich nochmal erklärt, was genau in ihrem Innenleben vorging, wegen der Eve und die anderen erkennt, oh Scheiße, ja, vielleicht hat sie recht und ich habe jetzt richtigen Bock missgebaut. So. Den Plan fand ich auch von vornherein nicht lustig, wie sie noch so meint, oh ja, ja, sie spinnt manchmal, dann müssen wir ihr mal einen Streich spielen, weil wissen wir ja nur zu zweit, ach, da ist mir die Idee eingeschossen, rufe ich sie mal an, dass ich die andere von der Forschung abhalte und damit sozusagen sie ihr großes Debüt kriegt. Was ist denn daran witzig? Was ist denn daran frick? Was ist denn, was, das, deswegen meinte ich so, ist die hohl? Also da habe ich auch so gedacht, ganz ehrlich, wenn das meine Freundin, würde ich sagen, ja, bist du doof? Also bist du hohl? Also, naja, sie wollte schon so einen derben Streich spielen. Ja, aber das muss man, aber das ist, ich finde beruflich, also sozusagen den Beruf mit reinzubringen, um einen Streich zu spielen, dass man nicht zur Arbeit kommen kann oder dass man beabsichtigt behindert wird, dass man nicht zur Arbeit kommen kann, das finde ich schon sehr, sehr grenzwertig, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, diesen Streich fand ich nicht lustig, das war nicht mein Humor. Ja, auch das ist ja so ein Thema, was sich durchzieht, ne? So das Thema Pünktlichkeit, beziehungsweise, ja, ist vor 2 Stunden Sende gewesen, ja, dann ist ja Margot pünktlich. Und diese Sachen, ne, dass also sie anscheinend mit Zeiten ein großes Problem hat. Ja, das ist halt die Hollywood-Dieben, ne? Ja. Die leben nach ihrer eigenen Zeiteinteilung. Ich sag's auch irgendwie einmal, ne? Ich sollte mir mal eine Uhr zulegen. Ist ja auch. Ja. Ja, da war ich erst nicht sicher, ob sozusagen sie wirklich absichtlich zu spät gekommen ist oder ob sie bewusst zu spät gekommen ist. Das wusste ich. Wann das überhaupt? War das bei der Probe? Oder? Ja, wo die andere ihr dann auf einmal ihr das vorgelesen hat und so. Und ich glaube, sie wusste wirklich nicht zu der Zeitpunkt, dass die andere sozusagen von den anderen, als diese Understudy da engagiert worden ist, das, weil sie eben aus dem Weg gegangen ist, das glaube ich wirklich. Und keiner, weil das halt so unwahrscheinlich ist, dass sie das nicht weiß, hat ihr keiner geglaubt. Aber ich glaube, das war sie. Was sie es wirklich nicht wusste, weil sie davon überzeugt war, dass sie für Max arbeitet. Mit anderen, dass das sagen, ihre Zweitbesetzung war, das wusste sie nicht, auf keinen Fall, nein. Nee. Sie hatte die Absprache mit dem Max Fabian und Eve hatte halt Karen gezwungen, sozusagen, überzeugt. Genau, und sie hat die ganze Zeit gedacht, dass Eve ihr vom Leim gegangen ist, wegen,
Weil sie für Max arbeitet. Ja, ja, das war natürlich noch immer ein doppelt und dreifach harter Schlag tatsächlich. Ja, da hat Eve erstmalig groß zugeschlagen. Ja, ich fand auch teilweise, es war auch nicht so wirklich dezent, wenn sie sich damals hingestellt hat. Oh, da habe ich mir so gedacht, ja, genau. Ja, sie hat sich bis dahin eben das Vertrauen erschafft oder eben die Leute überzeugen und um den Finger wickeln können. Ne? Ja, aber genau. Wenn du es dann alles schon eben geschafft hast, dann an der Stelle plötzlich zu sagen, ja, jetzt doch nicht, das ist dann eben schon nicht mehr so leicht. Ja, aber ich finde, Margot hat sie ja relativ früh geschaut. Die kam die ersten Zweifel ja schon nach 3 Wochen. Naja, wie gesagt, sie hat ja vorhin ihre Haushälterin da an der Seite, die das Ganze sowieso schon gerochen hat. Und die das ja auch mit nochmal doppelt in Gang bringt. Also Margot wird ja durch den Anruf misstrauisch. Und dann ist eben, ja, fühlt sie sich natürlich durch ihre Haushälterin bestätigt, die ja sowieso eine sehr niedrige Meinung eher hat von der Eve. Und auch, also ist so diese Mischung, ne? Sie ist einerseits misstrauisch gegenüber der Eve, aber wahrscheinlich auch, weil sie ihr so ein bisschen den Job wegnehmen könnte. Also jetzt die Haushälterin, ne? Weil ja, dann steht sie immer daneben, wenn Eve irgendwie alles macht, hier die Anrufe koordiniert und dieses und jenes. Und dann guckt sie ja immer so böse. Ich meine, du kannst ja auch jemanden haben, der den Arsch nachträgt, aber dann musst du den ja nicht den Leuten vorstellen, den wichtigen Leuten. Dann kannst du auch machen ja andere Stars auch so, dass sie dann den Butler ins andere Zimmer stellen. Also das muss ja nicht in die Gesellschaft einführen. Also das war so, Aber ich kann doch nicht Butler rufen. Jemand ins Name könnte Butler sein. Ein interessanter Punkt. Ein merkwürdiger. Ich weiß nicht mehr, wie Alice darauf reagiert. Sehr unwichtiger, aber. Aber du hast einen Punkt. Ja. Ich finde auch, also zum Beispiel diese Party-Szene finde ich auch stark gemacht, dass man so die Treppe da als Inszenierungsort gewählt hat, wie die da rumsitzen auf der Treppe. Also, dann geht's hoch und runter und nach links und rechts. Das sind die ganzen Bewegungen da. Ach ja, nee, war auf jeden Fall ein Film, der sehr unterhaltsam war, finde ich. Also muss vielleicht ein bisschen so ein Faible für diese Welt mit aufbringen können. Also wie du eben zum Beispiel sagst, so die Dieven, das ist was, wo du auch total dann aufgehst, so Classic Hollywood an sich. Ach, würdest du sagen, dass ich wegen den Dieven da drin aufgehe? Unter anderem. Also na, dass es auf jeden Fall kein Nachteil war, dass eben das in dieser Welt spielt. So. Kannst du gerne auch sagen, weswegen du da aufgegangen bist? Naja, weiß ich, weswegen genau, da habe ich noch nie nachgedacht, aber es kann schon sein, dass das schon auf richtigen Punkt ist, der bei mir auf mit reinspielt, ja, dass dieser Glamour-Faktor auf jeden Fall drin ist, ja, das stimmt schon. Ja, also ich mache daraus ja keinen Hehl, ich bin ja ein absoluter Fan von Classic Hollywood und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich aus dieser Phase schon mal einen Film gesehen habe, wo ich dachte, boah, nee, der geht gar nicht. Also die bis jetzt kann ich mich damit allen so anfreunden. Es gibt natürlich manchmal Filme aus dieser Ära, wo dann dieses klassische Frauen und Männer, also das Frauen- und Rollenbild und auch sehr, sehr devote angelegt ist und der dominante Mann, der alles macht und alles, dass man da manchmal vielleicht sogar Probleme hat, wenn man aus der heutigen Perspektive das so gucken, aber ich finde, das hat so einen gewissen Stil und für mich ist Classic Hollywood die schönste Filmära tatsächlich. Also ist ja halt so, weil das ist sozusagen die einzige Ära, wo ich halt regelmäßig auch drauf zurückkomme tatsächlich. Natürlich mag ich auch gerne die 90er, weil ich damit aufgewachsen bin, aber da werden wir vielleicht wieder sprechen, weil es auch andere, ja, jeder hat ja einen anderen Bezug dazu, so, ne? Aber für mich gibt's halt so, ich gucke ja eigentlich alles durch die Band weg, außer Western. Und Sci-Fi auch ein bisschen weniger. Also nicht ganz durch die Bank. Also, aber ich gucke ja doch, versuche ja trotzdem relativ offen für alle möglichen Genres und Ebenen zu sein. Und tatsächlich ist aber sozusagen für mich immer Classic Hollywood, wo ich immer zurückkomme regelmäßig. Und wo ich natürlich, ist für mich auch meine Musicals, die halt bei mir immer wieder einen sehr, sehr hohen, ja, Stellenwert haben tatsächlich. Wie ist denn dein Verhältnis zu Classic Hollywood? Ja, also ich würde das ja einstufen so als die Phase vor allen Dingen so 30er bis 50er oder vielleicht eben bis zur 60er mit New Hollywood, wo dann ja das Studiosystem quasi zerfällt, komme ich auch immer wieder gerne hin zurück. Ja, also gibt ja mir noch mehr als genug große Titel, die ich da noch nicht gesehen habe, mich dann durchaus immer mal interessieren. Weißt du, was wir hier eben hatten? Gilda, Whatever Happened to Baby Jane und... Ja, das waren alles geile Filme, ja. Wen haben wir noch? Welches war denn der dritte? Nur 3 gemacht, ne? Naja, auf jeden Fall waren das ja tolle Entdeckungen. Ich mag auch das Schwarz-Weiß, die... Ja, das war ich auch gerne. Die Tatsache, dass da eben, ne, du siehst diesen Kostüm an, was da für Arbeit drinsteckt, die Kulissen und alles. Also da
Ja, dass das alles eben so, das konntest du anfassen. Und da waren Leute, die haben nicht einfach dann irgendwann ja auch nicht mehr nur aus Spaß schwarz-weiß gedreht, sondern weil die wussten, wie man damit umgeht, was man damit alles machen kann. Habe ich zum Beispiel auch, ob der Film hier in Farbe wirkt dann auf jeden Fall anders, aber ob er dann, also dass das schon was hat, was ausmacht, dass das eben schwarz-weiß ist. Also das mache ich auch unglaublich gerne. Ich finde auch, dass, also das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber ich finde zum Beispiel, wenn du Filme mit Catherine Hepburn siehst, ne? Ich finde in Schwarz-Weiß-Filmen, da ist sie die absolute Grazie und sie hat so eine extrem eigenwillige Ausstrahlung, aber sie hat eine ganz starke Präsenz. Und ich finde, im Farbfilm ist das ein bisschen verloren gegangen. Also, obwohl ihr Schauspiel jetzt nicht schlechter geworden ist, ne? Ich finde das einfach nur, dass das andere nochmal so hervorhebt, sozusagen ja. Dieses Irreale. Weißt du, was ich meine? Kann es übrigens sein, ich bin gerade so eingeschossen, haben wir vielleicht die Erbin besprochen, also The Heiress? Ja. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja mein Lieblingsfilm, dann können wir nicht vorstellen. Haben wir den besprochen? Nee, ich bin nicht, ich weiß es gar nicht. Ach, Mensch, ja. So oft, wir haben auf jeden Fall schon so oft darüber geredet, dass wir den besprechen, dass wir gar nicht wissen, ob wir den schon mal besprochen haben. Ja. Ja. Ja, zum Beispiel meine ersten Filmenttäuschungen von älteren Filmen, wo ich dachte, so, oh, damit kann ich nicht so viel anfangen, die ging dann mit New Hollywood tatsächlich los. Dieser neue Stil, das bei mir immer 50-50, ob der bei mir ankommt. Da gibt es ein paar richtig gute, aber da gibt es auch ein paar Sachen, wo ich dachte, so, boah. Ja, also Bonnie und Clyde zum Beispiel weiß ich so auf jeden Fall einen Film, den ich sehr gut fand. Ja, Bonnie und Clyde hat mir auch gefallen, aber zum Beispiel hier Easy Rider, ne? Also ich weiß, dass alle den toll finden. Ne? Ist auf jeden Fall eine ganz andere Art von Film, ja. Also mit dem habe ich echt meine Probleme, ne? Also den habe ich auch schon einige Male angefangen und ich habe, glaube ich, noch nie zu Ende geguckt. Also das ist nicht meins. Also, aber gut, es hat vielen anderen Leuten gefallen und die Geschmäcker sind ja unterschiedlich, deswegen ist es ja okay. Aber ich glaube auch, dass Classic Hollywood nicht für jeden etwas ist, ne? Aber ich fände es schön, wenn es so wäre. Sarah Siddons, hier steht das sogar. The Secret of Sarah Siddons ist ein extra. Das war der Preisname oder der Name dieser Gesellschaft. Na supi. Ja, ich überlege gerade noch, was wollte ich jetzt noch sagen? Eine Sache hatte ich jetzt noch. Was war denn da? Das war ich nicht drauf komme, ziehe ich jetzt mal richtig lang. Schauspieler, der Film. Also ich wäre sonst tatsächlich so ziemlich mit fertig. Hab, glaube ich, das, was ich so zum Film sagen wollte, gesagt. Kann ich nur empfehlen. Ist, glaube ich, auch. Nee, wie war denn das? Doch, ich glaube, der ist hierzulande, gibt es die Blu-ray auch immer noch relativ leicht zu bekommen. Nee. Also wenn jetzt nicht gerade neu rausgekommen ist, in Deutschland gab es die nicht, deswegen wollte ich ihn ja auch nicht in London kaufen. Doch, den gibt es auch in Deutschland, ist alles über Eva, bin ich mir sehr sicher. Aber nur in so einer billigen Abmachung. Das ist naja, also ich behaupte, das ist schon durchaus eine internationale Veröffentlichung, also naja, ich glaube, man kriegt ihn auch in Deutschland. Also All About Eve war auf jeden Fall ein Problem, weil es ist einer der Problemfilme, die ist hier gewesen. Auf der Liste, die man so schwer rankommt, aber wo es halt nur billige Fassungen gibt oder nicht ordentlich abgemischte Fassungen. Und deswegen war die auf meiner Liste, dass man die noch dann kaufen muss. Das war der Punkt. Ich bin mir Diamond King relativ sicher, dass. Also es gab mindestens diese Blu-ray-Auflage in Deutschland. Eventuell ist sie vergriffen, aber ich meine, sie gibt es immer noch. Ja, also wie es jetzt ist, ich habe jetzt den Stand von damals, weil wir die gekauft haben, ne, vor ein oder zwei Jahren oder so. Ne? Also davon ab tatsächlich. Hast du eigentlich nochmal zum Schluss aus der Ära Classic Hollywood vielleicht sogar eine Schauspielerin, wo du denkst, das ist jetzt deine Lieblingsschauspielerin, wo du jetzt erkannt hast, aha, die siehst du unglaublich gerne oder die ist für dich so präsent oder denkst du über sowas gar nicht nach? Gar nicht nachdenken, nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe eine Lieblingsschauspielerin, aber ich denke immer wieder mal so, wenn ich eben so in die Phase, sag ich mal, 1930 bis 1960 in Hollywood gehe, denke ich immer so, ah ja, hier spielt die mit und ah ja, die ist hier dabei. Und wie gesagt, bei Gilda, das war ja wirklich ein Erweckungserlebnis. Wie Rita Hayworth da sämtliche Bildgrenzen gesprengt hat. Genau, nee, also dass ich mir durchaus darauf freue, so, ah ja, hier spielt eben Betty Davis jetzt mit oder Lana Turner und aber da kann man schon verstehen, warum die sozusagen als Ikone auf der Autobahn mal drauf war, wa? Ja, natürlich. Also sind die eben sind halt ordentlich aufgebaut worden, mit auch natürlich als das so. Also das, genau. Also es ist sowohl die weiblichen Darsteller, es sind eben dann teilweise auch so die großen Namen. Oder wenn ich Billy Wilder lese, dann weiß ich auch so, okay, der hat mir die 5, 6 Filme, die ich mittlerweile von ihm kenne, hat mich bisher keiner enttäuscht. Oder fand ich alle, haben alle ihre Stärken. Völlig überraschend. Obwohl ich eigentlich finde, dass Billy Wilder-Filme eigentlich eher unterhaltsam sind als weniger graziös. So. Ja, also, wie gesagt, ich habe noch nicht so viel gesehen, also ein paar mittlerweile auch schon, aber dass der eben heute eher so als für seine Komödien bekannt ist, vor allem eben, ne, manche mögen es heiß,
wahrscheinlich immer noch einer der ganz großen Namen dann. Aber dass er eben auch durchaus eben sehr gesellschaftskritische Beiträge geliefert hat. Ja, also auf jeden Fall auch jemanden, wo man eigentlich noch viel mehr gucken müsste oder sehen sollte bei Gelegenheit, ja. Manchmal. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, bin jetzt gar nicht sicher, ob das der richtige Name ist, weil ich habe immer so ein schlechtes Namengedächtnis, aber David O. Selznick ist auch ein ganz bekannter Name. Hast du von dem auch schon mal was gesehen? Na, jetzt überlege ich gerade selber, ob Selznick der Produzent war, ne? Oder war der auch Regisseur? Aber Hat er nicht auch die Händchen drinnen gehabt, hierbei vom Winde bewegt? Ja, das ist, glaube ich, genau. Selznick, die hatte sich die Rechte gekauft und alles und eben die 5-6 Regisseure da. Verschlissen. Da war aber auch ein cleverer Fuchs, da. Ja, genau. Das ist ja eben noch so diese Zeit, diese großen Namen der Produzenten. So, ich weiß nicht, heute kenne ich vielleicht noch so den Disney-Chef so halb hier, Bob Iger. Einfach weil das jetzt durch diese ganzen Fox-Übernahmen und so immer in den Medien war. Aber sonst Studio-Boss-Namen sind jetzt bei mir auch nicht unbedingt präsent, so die aktuellen. Oh Gott, da bin ich total raus. Ich weiß, für mich ist das schon erstaunlich, dass ich weiß, wo meine liebsten Drehbuchschreiber bei Serien sind, dass ich dann noch meine Serie aussuchen kann, weil ich dann immer weiß, oh ja, da bin ich safe, das ist eine safe Bank, wenn ich die Serie wähle, weil die meinen Stil treffen. Aber ansonsten bin ich ja, was für Produzenten angeht, weiß ich gar nicht. Und Regie, wenn das nicht gerade einer der Klassiker ist, also die ganzen neuen Regisseure kenne ich auch alle nicht. Ich kenne jetzt auch nur diese Generation. Regisseure, sondern wirklich die Produzenten oder die Studiochefs, das sind ja wirklich der Jerry Bruckheimer ist, glaube ich, der Einzige, den ich kenne. Ja. Gibt es auch andere? Ja, natürlich. Leonardo DiCaprio und Brad Pitt werden immer mehr zu Produzenten. Ja, Ben Affleck macht auch viel. Ne? Das ist auch so ein Brad Pitt, das ist für mich mal so wenig, dass es gar nicht mitkriegt. Er hat ja auch eine Produktionsfirma, deswegen taucht er, glaube ich, manchmal auch nicht unbedingt namentlich als Produzent oder einer von verschiedenen Produzentenfunktionen auf, aber der hat zum Beispiel den Ad Astra, hat er auch selbst mitproduziert. Ja, habe ich nicht gesehen. George Clooney ist ja auch so, ne? Ja, George. Also ich weiß, dass DiCaprio auf jeden Fall, der produziert extremst viel. Wenn du bei dem auf deinen IMDb-Eintrag mal gucken möchtest, was er denn als nächstes macht, dann musst du erstmal durch die blöde Erneuerung der App immer extrem runterscrollen, damit du mal den ganzen Produktionsmist weg hast, damit du mal bei den Film wieder ankommst, tatsächlich. Also, aber ich muss auch sagen, von aktiv Schauspielern, also vor ein paar Jahren habe ich ja eben auch extrem doll auf der IMDb immer regelmäßig, also fast täglich raufgeguckt und was denn so rauskommt und welche Schauspieler jetzt was macht und da bin ich jetzt aktuell überhaupt gar nicht mehr up to date. Also ich gucke tatsächlich immer nur bei DiCaprio, gucke ich halt nach, was der jetzt immer noch macht und dann halt noch bei Dane DeHaan, weil ich mal denke, der muss doch mal wiederkommen aus dem Elternurlaub. Also, aber das war's dann auch tatsächlich. Aber ich gucke eigentlich nur bei DiCaprio, wirklich DiCaprio und mal sonst nach. Alles andere kann ich. Ist ja halt eher östlich und da steht auf der IMDb nicht wirklich was Hilfreiches drauf für mich. Naja. Ja, ich würde sagen, damit haben wir jetzt auch uns zu diesem Film ausgequasselt. Jetzt ist nur die letzte Chance. Hast du noch irgendwas? Nee. Ich würde sagen, das ist jetzt unsere letzte Folge dieses Jahr, wa? Ja, dieses Jahrzehnts dann vor allem auch. Dieses Jahrzehnts? Ja, dieses oh Gott, Jahr ist ja. Ein neues Jahrzehnt. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm, siehst du? Ja, ist ja auch eher. Ja. Das ist ja so. Ja, die Kanäle sind die bekannten, die alten. Wiederaufführung.de ist die Webseite. Wenn ihr uns da Kommentare zu den Folgen hinterlassen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Wir sind bei Twitter zu finden und mich findet ihr in Rostock im Kino an der Kasse des Öfteren oder manchmal auch bei einer Einführung. Also ich glaube, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, kriegt ihr das auf jeden Fall hin. Da bin ich fest von überzeugt. Das denke ich auch. Und sonst hoffen wir, dass ihr ein bisschen Spaß hattet vielleicht beim Hören, dass ihr jetzt vielleicht auch sagt, vielleicht höre ich jetzt auch noch mehr die Folge zu Sunset Boulevard beim Klassiker-Fable an. Ja, es lohnt sich bestimmt. Also der Film, auch den Film zu sichten lohnt sich. Also den fand ich genauso toll. Also alles über Eva, Sunset Boulevard, vielleicht so als Double Feature kann man sich auch ganz gut geben, glaube ich. Ja, da würde ich aber mit Sunset Boulevard anfangen, muss ich ehrlich sagen. Könnt uns auch gerne schreiben, was ihr zum Beispiel für Lieblingsdiven, Lieblingsschauspielerin habt, was ihr von Produzenten und Regisseuren aus der Zeit des Classic Hollywood halt, was eure Lieblingsfilme vielleicht sind oder welche ihr meint, die müssen wir vielleicht hier auch mal besprechen oder welche euch völlig umgehauen haben, aus den Socken gehauen haben, welche ihr vielleicht auch völlig ernüchternd fandet.
gerne. Obwohl ich lieber Filme gucken möchte, die andere Leute begeistert haben. Ich möchte jetzt hier, also ich opfer mich natürlich also dann, auch gerne, wenn ich was anderes gucke. Aber also bei mir ist ja, sobald irgendwie auch mal ablehnende Meinungen kommen und davon auch nicht einfach nur gesagt wird, ja, mochte ich nicht, sondern mir hat das und das nicht gefallen oder den und den kann ich nicht sehen, denke ich mir dann immer und denke ich mir noch häufig, ah, jetzt wird es für mich interessant, jetzt muss ich da wohl mal hingucken. Warum, was da so, ist das wirklich so schlecht oder so gut? Und naja, aber das könnt ihr uns gerne mitteilen, sehr gerne, ja. Ja, wir versuchen dann auch demnächst mal wieder regelmäßiger zu agieren. Mal gucken, was das neue Jahr so bringt. Ja, ich bin mal positiv, neues Jahr, neues Glück. Ich finde aber immer keine Sprichwörter. Ich glaube, dieses Jahr war tatsächlich relativ übersichtlich mit Folgen, aber das kann man eben auch positiv sehen, sind wir ein bisschen exklusiver gewesen dieses Jahr und naja. Na gut, gucken. Aber dieses Jahr war auch ein großer Wandel in den Bereichen drin, also von daher ist halt manchmal so, ne? So sagen wir mal, wie er die Spur aufnimmt, also ist auch wieder weiter. Also, wie gesagt, ich höre ja auch relativ viele andere Filmpodcasts und merke auch, es kommen gefühlt wöchentlich mindestens ein neuer und den kriegt man auch gar nicht mehr mit aufs Radar und dann gibt es Podcasts, die ich in meinem Abo habe, wo ich manchmal auch gucke, Moment mal, kam ja eigentlich die letzte Folge oder so, oder wo ich auch merke, aha, da nimmt jemand eine Auszeit, da hat sich was in den Lebensverhältnissen einfach geändert. Andere kriegen irgendwie Familienzuwachs oder ziehen in eine neue Stadt und neuer Job, haben keine Zeit dafür oder neue Podcasts, die vielversprechend starten und dann nach zwei Folgen ist dann auch erstmal ein halbes Jahr Funkstille oder so. Das gibt's alles. Und wir machen das hier in unserer Freizeit weiterhin und hoffen, euch ein bisschen die Lust an alten Filmen näher bringen zu können. Also ich würde mir noch wünschen, dass, wenn du jetzt schon gesagt hast, dass du gerne, könnt ja gerne Vorschläge bringen, ne? Was Filme und so angeht, gerne. Aber ihr könnt euch auch mal andere Länder wünschen. Also ich bin ja immer so ein internationaler Hopper. Ich möchte ja immer gerne mal von anderen Ländern mal was kennenlernen. Und ich will, wenn ihr irgendwie eine schöne Empfehlung habt, mal aus dem, was weiß ich, afrikanischen, südamerikanischen oder irgendwie Raum oder halt auch ein anderes europäisches Land, was nicht irgendwie typisch bei uns im Kino läuft oder so, bitte fühlt euch frei, das vorzuschlagen. Da würdet ihr mir sehr, sehr viel Freude bereiten mit. Und Max natürlich auch. Ja. Viele Wünsche und vielleicht auch ein paar Vorsätze für 2020. Okay, ja, dann habe ich es bei Battle Royale auch schon gesagt, guten Rutsch. Nee, aber jetzt sagen wir guten Rutsch. Kommt gut rein. Schön in der Vergangenheit verorten, diese Folge Fröhliche Weihnachten, kommt gut rein. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Schnee irgendwo. Aber nicht bei uns. Wir sehen uns in 2020. Wir hören uns vor allem. Ciao, ciao, das war's für heute.